4 Spiele, 2 Gäste und fast 2 Stunden. Ja, wir sind wieder bei Early Access, Tops und Flops, hier mit den Juli-Spielen. Ja, und die Gäste habe ich schon angesprochen und hier sind sie, meine zwei Gäste, die gute Mel und der super tolle Eddie. Hallo ihr beiden. Hallo. Ich hoffe, euch geht es gut. Ja. Ja. Wisst ihr, wo ihr euch hier befindet? Habt ihr Lust, ein bisschen Trash, aber vielleicht auch Gutes zu sehen? Ja, also ich wusste nicht, dass es hier Trash gibt. Ich dachte, hier gibt es nur Gutes. Ja, man muss sagen, wir befinden uns sogar in der Early Access-Sparte hier langsam im Sommerloch. Es kommen ja wirklich immer 40 bis 80 Spiele gefühlt raus jeden Monat. Und jetzt waren es wesentlich weniger und auch ein bisschen weniger gute. Mhm. Aber keine Sorge, natürlich habe ich mir die alle angeschaut. Also und du kuratierst das quasi. Ich kuratiere das, genau. Ich überlege mir auch so ein bisschen, okay, wen habe ich hier sitzen? Welches Genre könnte da vielleicht so passen? Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja, ich auch. Also das funktioniert mal besser und mal schlechter. Letztes Mal zum Beispiel saßen wir hier mit Nils und Chen. Und da habe ich ein Spiel für Chen ausgewählt, was Nils aber viel geiler fand. Und Chen fand es total doof. Also das ist komplett da hinten losgegangen. Hätte ich es mal tauschen müssen. Apropos letzte Sendung, liebe Leute, wer sich das angeschaut hat, erinnert sich vielleicht noch an Driftwood. Das ist so ein kleines, süßes Spiel gewesen, wo man mit so einem Faultier so den Berg runter skatet. Und die Entwickler, sogar Entwickler gucken hier dieses Format. Ist das nicht herrlich? Die haben unser Format geguckt. Hier können wir mal ganz kurz draufspringen. Und die haben direkt sich auf unsere Kritikpunkte bezogen. Ja, wir arbeiten an einem Update, dies, das und so. Also sehr, sehr nett. Grüße geht raus an das Team. Euer YouTube-Account heißt Stoked Sloss. Genau, das ist nämlich auch deren Hauptprotagonist. Also wollte ich nur mal sagen, wir sind hier so renommiert mittlerweile als Format, dass sogar die Entwicklerinnen und Entwickler der einzelnen Spiele hier... Ja, schon ein bisschen Pressure, ne? Ja. Genau, genau. Nee, wobei, die nehmen sich ja, wir müssen es nur konstruktiv formulieren, die nehmen sich ja die Kritik zu Herzen und freuen sich darüber. Gut, ich versuch's. So, und mit dem ersten Spiel darf auch direkt die gute Mel reinstarten. Ja. Fühlst du dich bereit? Ja. Wir müssen mal ganz kurz gucken, das ist hier mal ein bisschen... zieh mal so das lang, müsst du es doch geht. Bestimmt. Geht. Ja, perfekt. Edi, ich glaube, es muss so ein bisschen mit auf deine Beine noch. Ich kann mich auch hier rübersetzen. Bin ich dann noch im Bild? Nee, dann bin ich nicht im Bild. Okay. So. Ich halt still. Ja, bitte. So, genau. Wir befinden uns im Spiel The Break-In. Eigentlich ein VR-Spiel, aber ein VR-Spiel, welches auch eine recht okay Umsetzung eines Nicht-VR-Modes hat. Und wir befinden uns hier im Hub. In deiner kleinen Garage, denn du bist, wie der Titel schon sagt, ein Ganove, der sich sein Geld vielleicht nicht ganz auf so rechtmäßigem Wege verdient. Gut, das ist streitbar, auf jeden Fall findet der Staat das nicht so geil. Und hier kannst du dir Equipment und sowas zusammensammeln von dem Geld, was du ergaunerst, kannst du dir dann halt Upgrades für den nächsten Einbruch kaufen. Ah. Aber du hast noch nicht viel Geld. Ah, okay, ich muss erst ein bisschen Geld ergaunern. Genau, deswegen geh mal kurz rechts zu dieser Tafel. Auf Twitter? Sorry, X? Ja gut, da gibt es auch so viele Scam-Accounts. Also vielleicht ist das ja auch ein Wave. Vielleicht also, wollen sie das noch reinpatchen. Im nächsten Update dann hier. Genau, da kommen dann die Twitter-Scams. Nee, du bist einen rechts. Da ist noch so ein anderes Flipchart. Und hier kannst du dir, wie Intel, da kannst du dir quasi ein Objekt der Begierde raussuchen. Und drück mal E, das ist relativ kontraintuitiv. Genau, und da ist jetzt relativ klein. Zählen vor allem diese kleinen Balken. Die teilen sich auf in... was da zu holen ist, in die Überwachung. Also kann man das nicht vergrößern? Alter, Profit, genau. Security und Access. Ja, wir sehen das hier etwas kleiner als ihr da wahrscheinlich. Das ist, also wenn man mit einer VR-Brille kannst du da natürlich ran dem Kopf. Wenn da jetzt mein Kopf direkt vor wäre, dann wäre es natürlich groß genug. Ja. Ich verstehe. Da muss man fairerweise direkt sagen, das ist vielleicht der erste kleine Kritikpunkt, dass der Nicht-VR-Modus nicht ganz mitdenkt. Jedenfalls, diese drei Balken sind relativ selbsterklärend. Ich würde halt für den Anfang auf jeden Fall raten, nicht dieses hohe Security-Level zu nehmen. Ja. Das nervt nämlich wirklich nur. Genau, man kann auch für Geld quasi nochmal neue Objekte sich raussuchen lassen, da unten mit dem Pfeil, aber das will ich jetzt nicht machen. Also dann nehme ich auf jeden Fall das, wo die Security nicht so hoch ist. Ich finde witzig, dass die Security da nicht so hoch ist, weil mit Casinos habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Okay. Weil die eigentlich im Spiel oder im echten Leben? Achso, sowohl als auch, aber ich meine vor allem jetzt gerade im Spiel. Aber was ist das da? Unten steht Success. Small. Nee, Access. Small. Aber, Mall? Small. Ja, probier das doch einfach mal. Geh mal einmal drauf und drück auf Ach, guck mal, jetzt kann man es auch lesen. Ich habe mich nicht getraut, das anzuklicken. Ich bin auch blöd, das wusste ich eigentlich. Ja. Also, du musst 11 Sachen klauen.
Genau, das ist aber das Bonus-Goal. Also, das Bonus-Goal. Genau, wenn du. Ah, ja. Ich habe gerade nur ein Fahrrad und da passen halt auch nicht so viele Sachen rein. Mhm. Achso, ich fahre mit dem Fahrrad zu meinem. Nee, damit haust du ab. Das ist dein Fluchtfahrzeug, wird es auch im Spiel genannt. Drück mal gerne auf Select, dann können wir schon mal reinspringen. Notes: a small strip mall with a few different shop buildings. There will probably be security. Watch out for guards and cameras. Okay. Alright, dann auf das X da oben und ich glaube mit E. Nee, mit Escape kommst du da, glaube ich, wieder raus. Ach so. Ja, das ist echt ein bisschen kontraintuitiv. Und rechts von dir. Hier kannst du mal kurz. Ich kann mich verkleiden. Ja, mach das doch mal kurz. Das habe ich nämlich nicht gemacht. Ich bin ja noch der Standard-Dude. Wieder E. Ach so, ach ja. Ja, ich würde gerne anklicken. Ich habe auch ewig gebraucht. Ich klicke immer wie so ein Blöder. Und jetzt kann ich aber klicken. Ah ja, okay. Genau, jetzt kannst du dich da kurz stylen. Ich habe es mir diesmal überlegt, ihr wisst ja, die das Format schon länger verfolgen, dass wir am Ende vom Spiel immer mal kurz auf die Early Access Goals der Entwickler schauen. Und das machen wir diesmal einfach ein bisschen anders. Und ich erzähle euch währenddessen schon mal was darüber, während solchen kleineren Strecken. Und zwar, was wollte ich zu diesem Spiel eigentlich sagen? Genau, immer sehr, sehr interessant natürlich, wie lange wollen die überhaupt im Early Access bleiben? 6 Monate bis ein Jahr ist wirklich, das kann ich fast weglassen mittlerweile, das schreibt eigentlich fast jeder und es kriegt niemand eingehalten, am Ende sind sie gefühlt immer 3 Jahre drin. So. Oh, das finde ich sehr unauffällig. Ja. Das ist wirklich perfekt. Ja, ja. Ich finde die Maske, deckt mich ganz gut, ja. Hä? Nein, ich will doch meine langen Haare. Okay. Ja, was ist schon drin? Über 500 stealable Items. Wow. Wow. Aber leider nur 4 randomized Levels. Und das werden wir jetzt auch gleich sehen, wenn du am Objekt der Begierde ankommst. Was? Ich fand die Hautfarbe, die ich vorhin hatte, gut. Die ist jetzt weg. Ja. Warum ist die weg? Warum kann ich die nicht wieder auswählen? Das ist, vielleicht bist du... Nee, es gibt keine 2 Regler. Naja, da macht man mich sehr hell, dass man mich sehr gut sieht bei meinem Einbruch. Und jetzt noch schöne bunte Haare. Mel, wir haben nur 20 Minuten. Ja, ja, aber du weißt doch, die meiste Zeit verbringt man immer im Character Creator. Ja. Okay, so. Ja, okay. Okay, finde ich top. So, geil. Das hat funktioniert. Du siehst wunderschön aus. Ja, okay, so. Jetzt und diese Tafel ist es jetzt hier als nächstes. Ja. Genau, da steht es auch: The Getaway ist ein Basket BMX. Das kannst du nicht ändern, weil ich einfach noch nicht viel Geld verdient habe und noch kein Auto habe. Und jetzt bist du eigentlich nur auf Ready und los kann die Klauerei gehen. Das Coole bei dem Spiel ist, das kann man sogar auch im Koop spielen. Und es wird sich gleich vermitteln, warum das geil ist. Warum spielen wir es nicht im Koop? Weil wir hier gerade Singleplayer-Spiele auschecken. Puh. So, hier ist übrigens, genau, hier sieht man schon, da ist dein Fahrrad hinter diesem Knopf, ist dein Koop. Ah, ja. Und da müssen die Sachen rein. Also du siehst so... Ein Flachbildfernseher und das war's. Schon getastet. Gewitter. Oh. Ah, nee, Gewitter. Okay. So. Ein Flachbildfernseher soll ich klauen? Nein, ich meine, so einer passt da maximal rein, aber 9 Items oder was da stand, kann relativ schwer werden. Ich laufe jetzt hier einfach so rum, ich schleiche nicht oder so? Du könntest schleichen. Hä? Du würdest raus. Oh, du hast schon jemanden alarmiert. Was? Ach so, da oben ist eine Kamera. Ja, es ist ein bisschen dunkel, ne? Ich erkenne das nicht ist ein bisschen, so gut. Ja, du hast vielleicht recht. Ach, guck mal, du wurdest wirklich getasert. Ich dachte, das wäre ein Blitz. Und du bist tot. Hm. 10 von 10 bislang. Ja. Also gut, da liegst du jetzt nackt und blitzend und guckst dir selber zu und bist wieder da. Gut. Aber bist ja auch die, guck mal, da unten rechts sieht man, wie der Status des Deckens ist. Und du bist immer noch... Also, geh jetzt so außen rum hier irgendwo. Ja, kannst du machen, aber ich würde dir fast empfehlen, mit dem Fahrrad sofort wegzufahren und ganz schnell zum nächsten Objekt. Weil, guck mal, da kommt der Schwert. Du bist halt Dauer. Was? Drück mal den Knopf, der ist am Fahrrad. Was für ein. Rechts, da ist den, wie drücke ich den? E. Und jetzt lauf. Was? Lauf. Wo laufe ich denn? Also ums Fahrrad irgendwie, damit du nicht getasert wirst. Ach so. Und ich glaube, es klappt. Ich glaube, du hast es durch sehr schlaue und gute Mausführung geschafft. Das war die Mission. Nein, also, ja. Das Ding ist, wenn man direkt reinläuft in eine Kamera und die nicht sieht, ist mir auch mal passiert, dann ist halt sofort die Polizei alarmiert. Ach so, und es wird, wenn ich... Aber sie wurde doch schon draußen getasert, bevor sie auch nur einen Schritt gemacht hat. Das stimmt tatsächlich. Aber bin ich schon ein bekannter Verbrecher. Ist, wenn ich einmal von der Kamera erkannt werde, dann quasi, dann, wenn ich dann sterbe, bin ich dann, es wird nicht resettet. Die wissen trotzdem, dass ich da bin. Das, ist offensichtlich, ja, du bist ja gestorben, ja.
Okay, minus 50. Jetzt sind wir minus 50, minus. Weil... Wir schulden Geld. Das Intel-Team hat $50 bekommen. Ach ja, richtig. Genau, dann guck doch nochmal auf den Intel-Screen, ob wir da jetzt andere Objekte haben, weil... Das ist das hier, ne? Genau, ja. Ich hoffe so ein bisschen das ja, weil ich will nicht wieder zu dieser Mall-Casino. Oh, mach doch mal das Suburban-Haus. Wo ist das? Das hier unten? Das genau. Das hat zwar offensichtlich ein bisschen höhere Security, da passt man jetzt noch auch, höher aber... Noch als gerade. Ja, aber dieser Balken, dem habe ich bisher noch nicht so trusten können, weil da leben dann oft nur eine Person und die musst du halt umschleichen. So. Okay, aber jetzt gehe ich direkt hier hin und ich bin direkt ready. Ja, genau, einfach schnell wieder rein. So, jetzt gucken wir alle mit Adleraugen quasi mit. Aber du hast recht, die Dunkelheit ist natürlich ein Problem. Und ein Glück, endlich Tageslicht. Endlich Tag. So, genau, ich glaube, es geht hier um dieses Haus links von uns. Mhm. So, und da können wir erstmal... Hä, was ist das? Da kannst du, drück mal E. Und jetzt guck mal, kannst du irgendwie, wenn du jetzt W drückst und nach oben guckst, da hochklettern? Ey, das ist halt ein Virtual Reality Spiel. Ich glaube, das macht gar keinen Sinn ohne Virtual Reality. Ja, wobei, ich habe es ja irgendwie ein Stündchen ohne gezockt und ich hatte schon, das ist so ein bisschen, es ist eigentlich perfekt für so kleine Twitch-Challenges oder so geeignet. Okay. Weil es halt so eine Klangsteuerung hat, jetzt musst du Q gedrückt halten. Was? Um dann so davon wegzujumpen. Die Steuerung ist wirklich aus der Hölle. Aber lass uns mal aufs Haus kurz konzentrieren. Ja. Da, wo das Licht dann ist, da müssen wir rein. Da siehst da du auch sehen eine Person. Leute. Da sind genau, genau. Das heißt, wir gehen vielleicht nicht auf dieser Seite rein. Ja. Sondern scouten erstmal das Haus ein aber bisschen. So von, gehen einmal rum. Von außen, ja. Nicht direkt auf, weil wenn ich auf dem Grundstück bin, dann kriegen die vielleicht schon mit. Genau, könnte sein. Wobei ich damit ganz gute Erfahrungen gemacht habe. Ich stand schon so vorm Fenster und die haben nicht reagiert. Also, da fanden das nur... Hier ist doch ein Hintereingang. Oh, sehr gut, dass er offen gelassen hat. Das ist aber praktisch. Das ist sehr, sehr praktisch. Ja, also ich hatte so wirklich ein Haus. Kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen schauen, während du hier mal... Genau, Steuerung ist Schleichen. Was? Genau, ich weiß nicht, ob du das... Ja, musst du gedrückt halten. Denn, nee, ich muss nur einmal drücken. Ach so, cool. Denn man macht auch Geräusche, wie man unten an diesem kleinen Lautsprechersymbol sehen kann. Ah, ich konnte nicht rein, weil da eine Hantel im Weg lag. Wer kennt es nicht? Das ist natürlich ein Problem. Ja, so die Gäste beschweren sich bei mir immer über die ganzen Hanteln, die überall verteilt sind. Bei dir, du hast ja so viele Hanteln bei dir. Ja. Generell Sportgeräte. So, das ist natürlich schwierig zu klauen. Da bräuchten wir jetzt einen Koop-Partner. Ach so. Um zusammen Objekte rauszuholen. Ach, hätte ich auch die Hantel klauen können? Natürlich. Ach so. Die Frage, wie viel ist so eine Hantel wert? Ja, was okay. schätzt ihr? 20 Euro. Ja, eben. Das ist halt nicht so geil. Und dafür aber dann relativ schwer. 1 Euro pro Kilo. Ja, wirklich. Das ist ein ziemlicher Scheißdeal. So, der Typ ist wahrscheinlich hier rechts im Raum. Vielleicht gehst du mal... Da ist er, ja, genau. Shit, und er hat mich gesehen. Nee, hat doch, er noch nicht. Doch, da stand Scene. Ach so, ja, aber das ist noch okay, weil er ist noch nicht alerted. Also du hast noch quasi Er hat so jemanden in seinem Haus gesehen, aber ist nicht alerted. Mhm. Der wusste vielleicht nicht, boah, es ist ein Geist, oder es ist Mel, so, das ist... Manchmal so. Sagen wir das uns auch. Hoffentlich ist es ein Geist. Excuse you. Okay, versuch mal schnell, dich hier um die Ecke zu schleichen und nach oben oder so zu gehen, wo der nicht ist. Gut, vielleicht ist ja der Rest seiner Family. Die Kinder schlafen. Aber das wissen wir ja nicht. Oh, das ist ein Schlagzeug. Das ist immer gut zu klauen. Also. Das ist sehr leise. Zu klauen, ne? Ja, sehr leise vor allem. Aber das ist doch was Grab. Wert, oder? Und jetzt? Oh, da fehlt mir übrigens direkt Sound vom Spiel. Ich hätte mir gewünscht, dass jetzt... Wieso haben wir denn keinen Sound? Ich sehe auch gerade nicht so viel. Ich mache mal ein bisschen lauter, aber das ist... hat das Spiel nicht. Also es bietet nicht diese... Das Spiel bietet keinen Sound. Doch, aber nicht Drum-Sound. Ich habe selber mir die Tür hier vor der Nase zugemacht. Mann, nein! Und deswegen fand ich das Spiel witzig, weil... Jetzt geht die Tür nach außen auf, die ging gerade nach innen auf. Das ist eine Multifunktionstür. Wie so eine Saloon-Tür. Das sind spezielle Winkel. Oh, guck, wie laut das ist da. Jetzt war ein Drum-Sound. Das hat er nicht gehört. Schnell runter. Wir klauen schnell die Bassdrum, dann hauen wir ab direkt. Dann haben wir nämlich einen erfolgreichen Einbruch. Aber da steht nicht, kann wie viel wert die Sachen sind, die du da nee, glaubst, das ne? muss man Learning by Stealing quasi herausfinden. So, perfekt. Genau, jetzt bist du schon fast safe und jetzt musst du nur noch zu deinem Fahrrad einmal. Und dann können wir das mal in den Korb legen und ich meine dann... Ich sehe halt auch nicht so viel, ne? Nee, das ist schwierig. Die Bassdrum ist doch groß. Haben wir hier direkt mit dem besten Spiel angefangen eigentlich? Ich frage mich nur... Das möchte ich nicht verraten, weil sonst ist ja die Spannung weg. Habe ich die noch? Da ist sie. Aber natürlich habe ich dieses Spiel dramaturgisch platziert. Mhm, okay. Also, ich muss aber auch sagen,
ich hatte irgendwie mehr Spaß. Ich bin aber auch ein komischer Spielertyp, da muss ich auch immer in meiner Recherche Acht geben, das mit einzubeziehen. Wo ist eigentlich deine Bassdrum? Die hast du am Knie. Okay. Da. Alright. Ich trage die mit meinen Arschbacken, glaube ich. Mhm. Irgendwie. Ja, gut, dass du ein paar Klamotten losgeworden bist. Und wo tue ich die jetzt? Jetzt musst du die in den Korb buxieren. Wo ist denn der Korb? Achso, ich schleiche auch die ganze Zeit. Ja, genau, schleichst noch, aber jetzt bist du safe. Das könnte deine Bassdrum sein. Das kriegt jetzt niemand mehr nach. Ist das der Korb hier? Okay. Genau. Und gibt es hier irgendwie einen Auswahlkorb? Na. Oder droppe ich die jetzt einfach und hoffe, dass sie im Korb landet? Du musst nach oben gucken, damit er so macht. Ah ja? Also es ist, oh ja, das war super. Die hängt ja richtig gut. Die ist perfekt, genau. Ja. So könnte man theoretisch jetzt schon abhauen, um mal was erfolgreich zu klauen. Ja. Ich meine, unten stand eigentlich immer noch so, was denn der Preis ist, aber diesmal irgendwie nicht. Ja, oder wir klauen das jetzt einfach einmal. Einfach mal, um was geklaut zu haben. Wir brauchen ja auch Erfolgserlebnisse. Ja. Der Schlagzeugdieb. Der Schlagzeugdieb, der... Vielleicht war das ja das Haus von Krugmann. Oh ja, vielleicht. Klingelt auch nochmal, bevor sie losfährt. So, und jetzt können wir hier... Ich bin eine sehr gute Einbrecherin. $150, guck mal. Ja. Drumset, $150. Das ist ein cheapes, aber immerhin. Und wir sind wieder $100 im Plus. Mhm. Also wir sind kein reicher Dieb, aber zumindest schon mal kein Verschuldeter. Mhm. Ja, wir haben ja jetzt echt schneller was geklaut, als ich dachte. Ich bin sehr froh, ehrlich gesagt, dieses Erfolgserlebnis zeigen zu können. Wir haben nämlich noch ein bisschen über 5 Minuten. Und du kannst nochmal, wir müssen ja nicht abschließen, aber nochmal reinspringen also, in vielleicht auch was. Genau. Eine gute Idee. Ein Haus hatten wir, eine Mall hatten wir. Wir gehen jetzt mal ins Casino. Genau, ins Casino. Mit der Mall haben wir ja gar keine gute Erfahrung gemacht. Ich weiß nicht, ob das ein Bug war oder ob wir irgendwie... Weil du hast ja recht gehabt, Eddie, also du musstest ja noch nicht mal reingehen, Mel, und wir wurden schon getasert. Also so werden ja die Leute in der Mall. Kann man sich vielleicht aussuchen, wo man startet auf der Map, dass man vielleicht einen anderen Startpunkt wählt. Oh, Casino. Okay. Genau, hier ist ein Casino. Ah, da gehen wir wahrscheinlich auch nicht durch die. Genau, nicht durch die Fronttür. Und du wirst jetzt feststellen, hier sind so Kameras. Und was? Sie, wo? Die sieht dich da jetzt auch schon. Nein! Aber das ist okay. Aber sind nicht verboten, um ein Casino genau, zu genau. Laufen. Deswegen, lass dich auch mal sehen. Also ein bisschen länger. Hallo. Hier, kann ich winken? Hey, nee, du musst gleich wieder ein bisschen näher ran. Ich weiß auch nicht, warum die jetzt so dumm ist. Ja, hi. Perfekt, warte mal kurz. Genau, jetzt ist der Alarm an, jetzt kannst du dich auch wieder verpissen. Ja, okay. Also ein Stück. Weil du wirst feststellen, irgendwo hier aus diesem Gebäude stürmen jetzt Security-Personal und Besitzer. Dann kann ich da rein, wo genau, die dann kann man da rein sind. Und so ein bisschen... Oh. Stealth Game mäßig sich, da kommen die alle. Okay, und jetzt? Achso, den darfst du nicht so vor die Flinte laufen. Ja, aber die kam aus dem Nichts. Ja, das habe ich dir also auch schlecht kommuniziert. Hm. Ich wollte vielleicht noch ein bisschen Action. Mhm. Kann man rennen? Ich glaube, das läuft schon so schnell, wie es geht. Ah, ja. Sind die doch hinter dir? Also, ja. Ja, so viel dazu. Ja. Kann man kämpfen? Ja, man kann Sachen auf andere werfen, aber das ist kein Combat-System, würde ich sagen, und die sind auch wenig beeindruckt. Und zwar erzähle ich euch jetzt ein paar Anekdoten, denn wir befinden uns ja eh fast am Ende. Ich merke auch so richtig impressed, seid ihr bisher nicht. Ja, während du erzählst, kann ich ja nebenbei genau, du kannst nochmal irgendwo anders reinspringen. Das geht hier. Wieso ist da ein Auto aufgebaut? Mechanics Workshop. Ja, dann gehen wir jetzt dahin. Und zwar, das zeigt auch der Trailer, da können wir vielleicht nochmal kurz gleich reinschauen. Sehr witzig stelle ich mir vor, in VR tatsächlich, du sagst es, Eddie, es ist natürlich prädestiniert eher und es verkauft sich auch so. Wir haben es mit dem Drumset ein bisschen gesehen, es gibt so eine Gegenstandphysik, die ist so ein bisschen clunky und das ist schon ziemlich witzig, wenn du dir Gegenstände so zuwirfst. Einer wartet unten am Fenster und du hast oben das Streaming-Zimmer entdeckt und dann wirfst du den Kram so raus und ich glaube, es ist auch cooler, das mit Kopfhörern zu spielen, weil man dann irgendwie ja auch besser hört, da steppt jemand die Treppe hoch und so, da haben wir vielleicht auch gerade nicht das perfekte Szenario für. Oh, der hat einen Nervenzusammenbruch. Ja. Der hat gerade irgendwas da am PC verkackt, glaube ich. Zockt der da das gerade? Das ist doch das internationale Zeichen für Nervenzusammenbruch. Ich mach das mal kurz in meinem Echt vor, dann kannst du das kurz abgucken. Oh nein. Verdammt, ja. Genau das hat er gemacht. Krass. Ja, das ist mega krass. Hier war ich übrigens noch nicht. Und zwar nochmal... Warum ist eigentlich immer dunkel? Achso, weil wir nachts einbrechen wollen. Genau, Einbrecher haben einen anderen Rhythmus einfach. Die würden auch lieber tags Lohnarbeit verrichten, aber kommt irgendwie nicht rein oder so. Ich glaube, das sind eigentlich alles ehrliche Leute. Wir wissen ja nicht, wie in diesem Universum der Arbeitsplatzmarkt gerade so aussieht.
Genau, oh, das wollte ich noch erzählen. Das ist nämlich sehr frustrierend. Ich habe einen Backstein gefunden und kam in ein Gebäude nicht rein. Und dann dachte ich, wenn man halt Gegenstände werfen kann, okay, wenn ich hier den Backstein mal auf die Fenster werfe, dann ist es zwar laut, aber ich will ja auch ein Action-Einbrecher sein. Ja, das geht einfach nicht. Also solche Ideen, die man dann hat, die ja auch so ein VR-Spiel gerade irgendwie cooler und kreativer machen, die sind da noch nicht so richtig bedacht, würde ich sagen. Außer die Gegenstände, die dafür gemacht sind. Ich habe ja am Anfang gesagt, ihr könnt euch Equipment kaufen. Eine Brechstange oder so. Genau, und sowas funktioniert dann irgendwie plötzlich, aber irgendwie der Backstein nicht. Da war ich dann, das hat mich ehrlich gesagt am meisten abgefuckt, weil recht viel um die Häuser halt auch rumliegt. Und ich eigentlich eher mag, wenn Spiele das von dir, oder oh, da klingelt auch schon unser Timer, mit 2 Minuten Puffer. Ja, ich mag das, wenn Spiele dir die Möglichkeit geben, quasi mit der Umgebung zu interagieren und ja, kreative Ansätze zuzulassen. Und das tut das hier nicht. Diese Map habe ich auch noch nie gesehen. Es gibt dann wohl doch mehr Abwechslung, als ich dachte. 4 verschiedene Locations insgesamt und die sind dann prozedural generiert. Also diese Werkstatt wird jedes Mal ein bisschen anders aufgeteilt sein und so. Man merkt, das ist natürlich genau das Feature-Set, was man von einem kleinen Team am Anfang vom Early Access häufig bekommt. Das ist nämlich einfach eigentlich das Base-Game sich gerade so vermitteln kann, das möchte ich irgendwo sein, aber das in vielen Punkten einfach noch nicht der Fall ist. Und ich habe jetzt ja am Anfang davon geredet, dass wir im Sommerloch sind. Ja. Und das ist schon eins der positiv bewerteten. Mhm. Also das beantwortet zwar Eddies Frage noch nicht, ob ich das Beste zuerst gezeigt habe, denn auf jeden Fall kann ich jetzt schon mal sagen, es wird ein Ticken besser. Aber wir haben nicht so Perlen dabei, wie wir schon mal dabei gehabt hatten. Ich hatte Mel dir ja auch schon mal eins privat empfohlen, welches du dann rauf und runter gespielt hast. Ja. Und zwar, wie hieß das? Terrascape. Genau, Terrascape habe ich auch in der letzten Ausgabe nochmal erwähnt. Ganz, ganz feines Spiel. Da hat die Empfehlung super gut funktioniert. Ja. Jetzt können wir langsam mal hier das kleine Vorfazit bei diesem Spiel ziehen. Was sagt ihr denn? Es gibt ja unser kleines Bewertungsschema. Daumen hoch, Daumen in die Mitte oder Daumen runter, um hier zu sagen, würde ich weiterspielen im Prinzip oder, du musst das oder nicht? Nee, also ja. Wir bewerten es immer alle. Wir konnten ja auch zugucken mit unserem kleinen Ersteindruck. Aber du bist natürlich also, als spielende Person. Ich sag mal, so wie ich es jetzt gespielt habe, also hier ohne VR, sondern mit Maus und Tastatur, in dem Studio, was ein bisschen zu hell ist, auf einem Bildschirm, der ein bisschen zu dunkel ist, unter diesen Bedingungen würde ich es nicht nochmal spielen. Ich würde aber sagen, ich würde dem noch eine zweite Chance geben, wenn ich es nochmal vielleicht mit einer VR-Brille und mit jemandem im Koop ausprobieren könnte. Ja, ja, das kann ich gut verstehen. Ich glaube, dass es sogar schon Spaß machen kann im Koop ohne VR-Brille, mit genügend dunklem Raum und allem, was du sonst noch genannt hast. Aber natürlich, VR ist wahrscheinlich Ultimate Upgrade. Das wollte ich auch irgendwann mal ausprobieren, aber da würde ich eher noch warten, dass da auch noch was reinkommt. Dann sag Bescheid, dann spielen wir es einmal nochmal in VR zusammen. So machen wir das, das machen wir einfach und mal. Und bis dahin bleibt der unten, aber der hat eine Chance. Ja, nee, aber ich verstehe die Argumentation. Ja. Ja. Eddie, wie sieht das bei dir aus? Du guckst nicht so begeistert. Was du erzählt hast, kann ich mir schon lustig vorstellen. Wenn man mit jemandem zusammenspielt und dann irgendwie gemeinsam einer geht rein und wirft sich was zu oder so. Aber es wirkt noch sehr clunky. Die Grafik ist jetzt auch nicht überragend. Ja. Also, da brauche ich schon viel Fantasie, dass ich das jetzt sagen würde, oh geil, heute Abend mit meinen Kumpels spiele ich irgendwie dieses Spiel. Aber vielleicht ist es in Virtual Reality dann nochmal eine ganz andere, ein ganz anderes Erlebnis. Aber so, muss ich leider auch sagen, hat es mich jetzt nicht überzeugt. Alright. Das wundert mich ehrlich gesagt auch gar nicht, weil das, was wir jetzt in diesen knapp 20 Minuten gesehen haben, war nun wirklich nicht spektakulär. Ich glaube, das sehen auch die meisten da draußen so, dass das jetzt nicht die Erfahrung unseres Lebens war. Und daran muss das Spiel vielleicht auch noch arbeiten, sich anfangs etwas besser zu verkaufen, weil ich habe jetzt nicht einfach irgendwie einen Spielstand von mir, wo es kein Tutorial gab, euch gezeigt und so, sondern nee, das gibt's auch nicht. Also du wirst auch eh gar nicht reingeführt, dir wird nichts erklärt. Ich musste 10-mal versagen, um zu kapieren, ach, es gibt Kameras und so, weißt du. Das ist ja auch erstmal super frustrierend und holt dich nicht ab. Von mir gibt's einen Daumen in die Mitte, einfach nur, weil ich eben mehr Zeit jetzt hatte, es anzuspielen und dadurch eben das Potenzial für mich schon ein bisschen auch anspielen konnte und gesehen habe, so clunky Shit finde ich aber auch manchmal witzig und ein paar Sachen haben daran funktioniert, nur warum der nicht nach oben geht, ist eben, wie ich gerade gesagt habe, keine gute Einführung und vor allem gerade in sowas muss Kreativität gefördert werden, so, ich habe hier eine Gartenschere entdeckt und kann ich mit der hier das Kabel der Kamera zerzwicken, so. Sowas wünsche ich mir da im Prinzip und das ist halt
zumindest noch überhaupt nicht drin, wie ich es entdecke. Muss aber sagen, du hast ja jetzt ein Spiel ausgewählt, weil du dachtest, das wäre was für mich und das würde zu mir passen und damit lag es auch gar nicht so falsch. Ja? Also dieses Stealthige macht mir Spaß in Spielen und auch dieses sich eine Lösung überlegen müssen und aber auch, dass es dann irgendwie ein bisschen witzig ist, wie jetzt diese, wie man jetzt diese Drums in diesen Korb irgendwie reintut, dann hängen die da so halb raus. Also so vom der Art des Spiels lagst du da zumindest nicht ganz falsch bei mir. Oh, sehr gut. Das freut mich sehr, dass das auch ein bisschen geklappt hat, weil ich versuche zumindest immer ein bisschen, auch für meine Gäste die passenden Genres rauszusuchen. Das geht aber natürlich auch gar nicht immer. Ich habe es schon mal bei dir geschafft, aber natürlich müssen die Leute auch das Richtige entwickeln, wenn es, keine Ahnung, einen Monat nur Multiplayer-Shooter da gäbe dann und du das nicht spielst, dann kann ich dir das natürlich auch schlecht aussuchen. Aber freut mich, dass das ein bisschen wenigstens funktioniert. Dann sind wir mal gespannt, was es jetzt gibt. Genau, sind wir mal gespannt. Nach einem kurzen Bumper und einer kurzen Pause für euch sehen wir uns hier beim nächsten Spiel wieder. So, da sind wir auch schon wieder und zwar direkt mit dem nächsten Spiel und du warst ja eben ganz neugierig, Eddie, was ich dir mitgebracht habe. Und ja, ich habe mich für einen. Es gibt ja die Steam-Bewertungsskala mit ausgeglichen, positiv, sehr positiv und so weiter. Und äußerst positiv ist das Beste. Dann kommt sehr positiv und größtenteils positiv. Aber es gibt auch noch nur positiv. Und das ist gar nicht so gut, wie man denkt. Das ist nämlich knapp überausgeglichen. Aber warum habe ich dir nur ein positives Spiel und kein sehr positives mitgebracht? Weil es ein Metroidvania ist. Und ich dachte, dieses Genre könnte dir doch Spaß machen. Und deswegen geht's jetzt auch direkt los mit Eurbo. Eurbo. Ich weiß nicht, wie man dieses Spiel ausspricht. Es klingt, wenn ich sage, wie Euro, aber es wird ganz anders geschrieben. O-I-R-B-O. Gut, ich starte mal unseren Timer und dann mach dich damit vertraut, wie man hier rumjumpt. Okay, es hat ein bisschen Hollow Knight-mäßig. Bei Hollow Knight ist es ja so, du springst und wenn du loslässt, geht er sofort runter. Stimmt, ja. Das ist hier auch nur mit einer Verzögerung. Aber ich kann hier sehr die Höhen variieren, je nachdem, wie lange ich den Knopf drücke. Ja, das ist erstmal cool. Es fühlt sich ein bisschen an, als ob hier eine andere Gravity irgendwie so ist. Ja, aber vielleicht ist das Viech auch einfach schwer, weil das aus Metall zu sein scheint. Oh, was habe ich jetzt? Das ist die Map. Okay. Was haben wir hier? Da kommen dann die Upgrades. Okay. Kann ich auch irgendwie angreifen? Nee. Also er sagt einfach nur springen. Hä, was hab ich jetzt gemacht? Da ist doch irgendwas passiert. Ja, das hab ich auch gesehen. Aha. Oh. Du speicherst wahrscheinlich so. Würde ich jetzt mal tippen. Ja, das ist... Okay, da ist jetzt hier natürlich noch so eine kleinere Tutorial-Sektion, wo du erstmal überhaupt die Standardsachen lernst. Ich finde es schon ganz hübsch zumindest. Ja, ein süßer Stil. Also nicht verkehrt. Sieht aus wie ein Metroidvania. Ja, absolut. Es ist noch ziemlich ruhig. Also hat jetzt ja nur so atmosphärische Sounds und noch keinen so einen richtigen Soundtrack. Dieses Klonk, 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 Klonk ist ganz, ganz sweet eigentlich. Oh ja, ich mag das auch, ja. Was ist jetzt hier? Das ist gesperrt, ne? Das scheint zu sein. So ein Schloss, so ein umgedrehtes. Ich glaube, das ist recht genre-typisch. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe es für dich so natürlich mitgebracht, aber ich bin ja gar kein Metroidvania-Spieler. Warum denn das? Also nicht, dass ich das nicht schon mal gespielt habe, aber irgendwie, es ist manchmal schwierig zu begründen, warum man etwas nicht spielt. Vielleicht habe ich es noch zu wenig gemacht, aber zum Beispiel Hollow Knight habe ich dann am Ende auch nicht durchgespielt. Ich hatte meinen Spaß, aber da sagen doch alle, das sei das super. Ja, aber du weißt doch, dass das, was alle sagen, nicht immer unbedingt stimmt. Okay, das, was ich sage. Ach so, so war das, stimmt. Ja, das hätte ich ganz vergessen. Guck mal, das ist jetzt hier. Es sieht aus wie eine Warnung, dass du da stirbst, oder? Irgendwie schon, aber ich sehe keinen Tod incoming. Da haben wir wieder so ein bisschen einen Fall. Hier ist ein X, hier ist nur ein Strich und da ist X und Striche. Hat das irgendwas zu sagen? Oh. Was ist das? Ja. Aber es passiert auch auf keiner Taste irgendwas. Also. Also halten wir schon mal fest, auch ein bisschen zu wenig Erklärung hier wieder. Ja, gerade weil es gibt ja so Schilder, die so auf Tutorial machen, aber so richtig erfolgreich sind sie mit der Mission nicht. So. Ja, vor allem, die musst du ja auch erstmal interpretieren. Das heißt für mich, spring da nicht rein, sonst bist du tot. Würde ich irgendwie auch sagen, ja. Aha. Mhm. Okay.
Oh, aber das ist süß, wie so ein kleiner Aufzug, der cool, dich wieder hochbringt. Und hier kommt jetzt nochmal Musik. Es wird anspruchsvoller. Cool. Okay. Aber, oh. Aber was bedeuten diese X und Striche? Das hat doch irgendwas zu sagen. Glaube ich auch. Ja, das wird noch irgendwas. Ja. Guck mal, warum ist denn hier. Warum sind die Blöcke unterschiedlich? Das macht ja keinen Sinn, wenn das nicht irgendwie. Ja. Ja, vielleicht lernt man das noch, was es damit auf sich hat, oder kriegt noch irgendwie eine Fähigkeit dafür und backtrackt dann irgendwann und checkt dann, warum es schon hier war oder so. Das ich ist dachte, doch, es ist eine Maschine, auf die man hüpfen kann. Ah. Ja, stimmt. Mel so, what the fuck? Okay. Was macht er? So. Sagt die Frau, die noch vorm Einbruch getasert wurde. Aber wir haben hier so einen, ein Theme, weil das, du stirbst auch an Strom die ganze Zeit. Das stimmt. Oh ja. Vielleicht ist das ja, genau, die Einsamkeit der Spiel. Mal gucken, was noch kommt. Ich habe nur Stromtod mitgebracht. Mhm. Okay, die droppen übrigens Energie oben links. Die Kreise füllen sich. Ah ja, die Kreise füllen sich, stimmt, ja. Aber das dauert mir alles ein bisschen zu lange. Also du springst auf den Gegner und diese Sekunde, bis der sich aufgelöst hat und was droppt, macht mich schon ehrlich gesagt ein bisschen wahnsinnig. Ja, das ist nicht so richtig schnell und snappy, ne? Ja, das könnte fluffiger irgendwie. Ja, finde ich auch. Bisschen gewöhnungsbedürftige Physik. Was, hier ist auch wieder so ein Pfeil nach oben. Du sollst ihn stumpen und dann weiterspringen, ja, okay. Ja. Klassische. Oh. So muss ich wahrscheinlich gedrückt halten. Vielleicht, damit er dann. Ja, aber jetzt, achso. Er kommt aber auch aus dem X, ne? Ja, okay, man muss den Sprungknopf. Aber der auf dem Boden lag jetzt sowas wie deine Seelen oder so, ne? Mhm. Nee, das war, glaube ich, auch wieder Energie von dem. Achso, okay. Fragst du mich, ob es so ein System gibt? Baum. Umweltverschmutzung. Umwelt ist kaputt. Okay, das ist quasi. Traurige Augen. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen Story. Ja, glaube ich auch. Aber im Menü. Für Story haben wir keine Zeit, merke ich. Ja. Naja, ich meine, wir haben alles gesehen, glaube ich. Aber das Ding ist auch im Menü. Ich glaube, Eda hat ein bisschen weggedrückt. Das kann nicht sein. Aber im Menü haben wir schon gesehen, es gibt praktisch keine Schrift. Auch das war nur Buttons, obwohl ihr das gerade nicht gesehen. Aber es gibt praktisch. Das Spiel will keinen Text benutzen. Und das hat man auch gerade in der Story gesehen. Oh, du hast so ein kleines Zeitfenster. Guck mal, du hast so ein bisschen Schaden genommen. Aber bist nicht gestorben. Das war bei den Gegnern, aber nicht bei den Spielern. Was Schaffeln. Heißt das denn schon wieder alles da? Ja, das wird auch von unserem Spieler hier gekonnt ignoriert, ne? Hm. Diese ganzen Sachen, die da. Oh, da ist irgendwas. Also, man muss immer schon so ein bisschen miträtseln, was diese Icons bedeuten könnten. Ja. Ja. Es wäre halt richtig low, wenn das am Ende nur fancy Future Design wäre. Und das sind gar keine Hinweise. Diese X und so. Ja. Aber das wäre ja Quatsch, dafür sind die, also wie, was bringt er, wie hat das da kannst das du dich verdesignen? Ich irgendwas aufgemacht, ja. Und warum fährt das hoch und runter, wenn du da oben dann nicht weiter glaub, das hat hier den Ach so, guck mal. Da sieht man, das ist Genre-Erfahrung, das hätte ich niemals gelöst. Das hier ist Speichern. Moment. Nee, das ist nicht der Anfang. Das ist ein anderer Place. Seid ihr euch sicher? Die Blöcke sind anders. Okay. Ja. Die Blöcke waren... Der Typ ist halt der gleiche, wie der ist da wohl. Immer schneller als du. Ja, derweil kann ich schon mal in den ruhigeren Passagen mit euch ein bisschen teilen, was dieses Entwicklerteam denn so vorhat. Imagination Overflow heißen die. Und die wollen wie alle 6 bis 12 Monate drinbleiben. Ist fast schon ein Running Gag, das sind alle. 10 bis 20 Stunden ist das Spiel jetzt schon lang, zumindest laut eigener Angabe. Ich finde halt ein bisschen schade, es wäre halt schön, wenn man noch irgendwas außer springen könnte. Mhm. Ja. Mir fehlt hier irgendwie, also jetzt nach den paar Minuten Tutorial irgendwie, muss ja jetzt mal eine neue Game Mechanic. Du musst ja irgendwie hooked bleiben, ja, exakt. Weil was ist das jetzt wieder? Ja, das ist also, man verbringt, glaube ich, wenn man sich das wirklich angucken würde, sehr viel Zeit damit, diese Icons erstmal zu kapieren, was das bedeuten soll. Ja. Aber damit ist Social Media schon voll. Kennt ihr dieses so, welche 6 Emojis sind dieser Film? Ja, so, genau, daran erinnert das mich das. Mich. Ja. Genau, ja. Also es ist mal nett, aber weiß ich nicht, ob ich wirklich jedes Feature so präsentiert bekommen möchte. Hier geht es jetzt auch nicht weiter. Ja, das kann auch am Spieler liegen. Nee, das liegt am Level-Design tatsächlich. Das ist tatsächlich richtig, weil dieses Spiel sagt dir bisher gar nichts. Es gibt dir keine Hinweise und nichts.
Okay, die hätte ich vielleicht nicht kaputt machen sollen. Ja, vielleicht kommen die nochmal wieder, damit du mit denen hochspringen kannst. Der kommt nicht bis zu mir. Nein! Waren Auge, wir da schon? Ausrufezeichen. Nee. Auge, Ausrufezeichen haben wir noch nicht gesehen. Es scheinen ja auch verschiedene Wege möglich zu sein, ne? Weil auf dem einen kamen wir ja jetzt gerade nicht weiter. Was macht das? Ist das nur im Hintergrund? Ja. Ja, wir sind auf so einer Art Container. So, ja. So Containerhafen. Aber ich finde, das sieht man oft da nicht so gut. Ist das jetzt im Hintergrund oder im Vordergrund? Mhm. Sowas muss ich sehr klar abheben bei solchen 2D-Spielen. Ah. Ja, man weiß in diesem Spiel nicht so richtig, was ist irgendwas Wichtiges und was ist einfach nur... Das fängt schon bei den Blöcken an, auf denen man rumläuft. Mhm. Zum Beispiel hier ist es auch wieder... Ist das auch für das Genre typisch, dass man nicht weiß, wo man hinlaufen muss? Ja, das ist relativ typisch. Okay, gut. Dass sich das mit dem Laufe der Zeit immer mehr erschließt und auch viel Backtracking. Ah ja, okay. Du kommst irgendwo in eine Sackgasse, brauchst irgendein Item, dann da weiterzukommen. Hier sagt eine positive Steam-Review genau das Gegenteil von dem, was wir gerade gesagt haben. Ja. Zwar fängt ja mit Fluid and Tight Controls with Fantastic Art. Wobei, wir haben ja auch nicht die Art. Das haben wir nicht angegriffen. Also. Ja, aber ich finde, dabei kann man trotzdem mitbewerten, okay, schöner Stil, aber der muss ja trotzdem so. Aber was heißt das? Nach oben drücken, um nach oben zu gucken, ja? Gut. Ja. Jetzt sehen wir, da ist ein Item, eine Keycard. Und jetzt gehen wir weiter. Geil. Aber das hast du, das hätte ich jetzt so schnell, glaube ich, nicht gerafft. Das hast du auch. Das ist hochgucken, runtergucken, heißt, hätte ich auch nicht gerafft. Also das ist seit Super Mario. So, Spritze nach links, tot nach unten. Ja, zur Spritze. Das würde ich auch eher machen. So. Hier ist irgendwas. Ich mag das Sounddesign bisher. Speichern. Was habe ich jetzt gekriegt? Ja, das ist das Hauptmenü quasi. Das ist entsprechend detailliert. Also sie haben sich auf jeden Fall gegen Text entschieden. Jeder Analphabet kann das auch spielen. Das finde ich super. Das macht es sehr zugänglich in der Theorie, weil dann natürlich auch, es ist egal, welche Sprache man spricht, man muss es nicht portieren für verschiedene Länder. Oh ja, für die auch praktisch. Genau. Aber halt alles nur in der Theorie, weil in der Praxis verstehen wir die Hälfte nicht. Was heißt das jetzt? Roboterschloss gleich Spritzen? Was soll denn das mir sagen? Gleich, weiß nicht, aber das Ding ist ja, du kommst da ja nicht drüber. Und die Frage ist auch, ist das noch im Hintergrund oder ist das schon Vordergrund, diese Das ist im Krankenbett. Nee, das ist Vordergrund, oder? Nee. Achso, das ist im Hintergrund, ja. Ah, okay, weil das sah so aus, als könnte man da vielleicht bis dahin springen, aber no. Nee. Gut, man sammelt das. Springen habe ich jetzt noch keine einzige neue Game Mechanic. Das möchte ich einfach nur mal festhalten. Ja, das ist natürlich richtig. Also, es wäre halt schön, diese Spritze auch mal zu bekommen. Ja, oder irgendwas. Oh. Aber hier zieht er zumindest der Schwierigkeitsgrad ein bisschen an. Hier passiert was wir nicht verstehen. Du musst auf irgendwas drauftreten, dann hast du eine gewisse Zeit. Ah, ja. Drauftreten, aktivieren, Zeit. Nee, so war das nicht gemeint. Ah ja. Hä? Warte mal, was? Das war ja... Ah, letzter Speicherpunkt, ja okay. Aber, ach so, die Kreise sind so eine Art Leben und wenn du keins mehr hast, dann kommst du an den Speicherpunkt. Okay. Nee, dann wirst du gerespawnt. Also komplett gerespawnt, ja. Ja, genau, weil bisher war es ja mal so, dass du gestorben bist und dann standst du direkt daneben. Ja. Dark? Nee. Nee. Ja, weil er kommt ja nicht mehr hoch als an dieses Item. Ja, ja. Schrei mich bitte nicht an. Was ist das? Das heißt, das Auge, Ausrufezeichen. Hilfe, ein Auge. Noch mehr Augen? Vielleicht dunkel? Oh, oh ja, okay. Alter, das war aber eine coole Transition. Das mochte ich. Ja, aber auch, dass du es direkt gerafft hast, bevor es dunkel wurde. Stimmt. Das ist jetzt nicht so gut.
schaff das. Letzter Versuch. Oh, ich hab's gehört. Aber jetzt, wenn du wieder an dem Speicherpunkt respawnst, okay, könntest du probieren, dir das Item zu holen. Wow. Da gehen die aber von einigen aus. Ja. Ich geh mal hier lang. Also ich will jetzt noch irgendein Erfolgserlebnis sehen. Da ist auch wieder irgendein Computer. Und was sagt der Apfel? Ausrufezeichen. Irgendwas mit der, das ist hier Schwerkraft, Relativitäts... Theorie-Dings. Theorie, ja, der Apfel. Das Apfel. Ja, ja hier. Klar, der ja, Apfel fällt. Internationale, das internationale Zeichen für Relativitätstheorie. Der Apfel. Ja, klar. Nee, bist du wirklich, jetzt habe ich auch Kraft mit dem Hinweis, was du meinst. Naja, ja, es ist tatsächlich Schwerkraft. Ja. Das ist schon alles gedrückt. Du warst hier schon, oder was? Ja. Ja, okay, lame. Ja. Da muss man sich natürlich auch orientieren können. Ich habe jetzt nicht so aufgepasst, weil das ist natürlich, wenn man selber am Pad ist. Das ist nicht Formel 1, wo es immer nur im Kreis geht. Das ist tatsächlich so. Aber dafür gibt es ja diese hilfreichen Maps. Das läuft ja dann doch bei jedem dieser Genre-Ableger doch recht ähnlich, ne? Okay, hier also bist du ist, hier schon. Ja. Es ist ganz nett, aber es ist auch ganz schön langweilig. Also ich habe das Gleiche gerade gedacht. So, irgendwie kriegen wir das Item jetzt? Das ist die Frage. Vielleicht erst auf den links und dann auf den rechts und dann... Nee. Ja, du hast ja recht. Ist halt wirklich die Frage, ab wann hier mal ein neues Item oder so dazukommt. Irgendein Gameplay-Element hätte ich gerne. Irgendein Gameplay-Element, genau. Weil man muss ja sagen, klar kann man Spiele nie in diesen 20 Minuten, die wir haben, in Gänze zeigen, was sie denn wirklich bieten. Aber was dieser 20-Minuten-Rahmen ja doch ganz gut eben zeigen kann, ist, wie lange musst du denn durchhalten, um zu Spaß zu kommen? Und da würde ich sagen, sind bei der Fülle an Spielen heute die meisten Spielerinnen und Spieler irgendwie nicht bereit, sozusagen erstmal eine Stunde nichts zu tun, um dann endlich den ersten Spaß zu bekommen. Das prüfen wir hier ja so ein bisschen ab. Was hast du da jetzt gerade eingesammelt? Keine Ahnung. Ich komme nicht mehr zu. Es sah aus wie eine Karte mit einem Schlüssel, aber du hast irgendwas, hast du irgendeine Karte unlocked? Können wir gleich mal ins Menü gucken vielleicht? Da ist auf jeden Fall, da ist das eins, das hast du, aber wir wissen nicht, was es bedeutet und was es für uns bringt. Also ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Fan von diesen, dass das Menü oder die Stats oder was auch immer quasi kleine Rätsel oder ja. So ist. Also wenn du weißt, was es ist, dann ist ja eh der Fun des Rätselns weg und für mich ist das ein Informationsbildschirm, der soll halt auch genau das machen, Informationen geben und nicht... Ja. Also die Rätsel hole ich mir gerne im Spiel ab, aber nicht um zu wissen, ja, klar, in welchem ja. Menü ich mich gerade befinde. Das also finde ich auch schwierig. Wie lange haben wir noch? Guck ich. Das sagt natürlich auch was über das Spiel aus, wenn man das fragen will. Nee, ich will nur wissen, was ich so... Also... zwei Minuten und dann mit Puffer nochmal zwei Minuten, aber ob du den Puffer ausreizt, ist dir überlassen. Also, ja. Ich habe vergessen, dass die Situation hier kommt. Wir werden nie erfahren, was das da oben ist. Nee. Ja, also, ach, keine Ahnung, eine Ability würde ich schon gerne noch sehen. Ja, wenn es eine gibt. Ja, ich versuche gerade parallel, wer sich fragt, warum ich die ganze Zeit in mein Handy schaue, in den Steam-Reviews irgendwie herauszufinden, ob jemand schreibt, ich liebe diese ganzen Abilities, die da kommen. Ja. Was schreiben denn die schlechten Reviews? Das würde mich freuen. Das ist eine gute Frage, das sage ich dir gleich. Runtergefallen. Hä? Achso, vielleicht nicht auf meiner Sprache. Ja, vielleicht ist sind die Reviews auch mit so Zeichen. Du musst dann die Zeichen entschlüsseln. Das wäre doch gut, so eine Review zu schreiben. Schick dir einfach nur so ein Emoji. Das ist eine schöne Ding Idee. Als Review. Ja, ich meine, wir bewerten ja hier auch in Symbolen. Also nur das. Ja. Unsere Sprache ist, glaube ich, relativ leicht zu schauen. Hier waren wir noch nicht. Vielleicht kommt hier was Neues. Es gibt irgendwie keine negativen, aber wie kann das dann nur positiv sein, das Spiel? Hä? Ich schalte einfach an Steam selber. Double. Ah, da waren wir doch schon, oder? Das ist mit dieser... Ach ja.
Auge hoch, Auge runter. Machst du Auge? Stimmt, hier waren ja diese, genau. Ah diese. Ja, da waren wir doch vorhin. Oh, das kommen wir noch ein auch. Kleines Stück weiter als vorhin. Komm ich da rüber? Nee, ne? Nee, lieber nicht, ne? Willst du nicht einfach links langlaufen? Ja, aber guck mal, da rechts ist ein Handschuh. Vielleicht gibt der mir Abilities. Aber das ist doch nur Deko. So Hintergrund, oder? Außenrum. Ich glaube nicht, dass es da wirklich einen Handschuh gibt. Das ist, glaube ich, echt nur... Okay, nur der dicke Strahl ist tödlich. Durch ja. den anderen kannst du noch durch. So, und da waren wir vorhin. Oh, die schreiben auch, die bewerben ihr Spiel mit Not a single line of human text to read. Das ist ein Feature von denen. Okay. Geil. Ja, wir sind im Prinzip am Ende dieser kleinen Anspiel-Session. Ja. Du kannst dir schon mal ein bisschen Gedanken über deinen Daumen und... Ja gut, es ist jetzt wahrscheinlich zu wenig reingespielt. Wahrscheinlich, ja. Dem Spiel müsste man auch noch mehr eine Chance geben. Mhm. Aber ich finde es jetzt ehrlich gesagt, die ersten 20 Minuten fand ich ein bisschen langweilig. Mhm. So, ja, die ja. waren jetzt... Da war jetzt keine Mechanik dabei, irgendein Gameplay-Element, was in irgendeiner Form übermäßig Spaß macht. Es kann natürlich sein, dass der in 10 Minuten so geile Abilities kriegt, dass du dir sagst, wow, das geht richtig ab. Ja. Und noch geiles Level-Design hat. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber es ist jetzt also ich mag den Look irgendwie so. Die Stimmung finde ich ganz okay. Das hat so ganz sympathische Metroidvania-Vibes. Die Einführung in das Spiel, weiß ich nicht. Und dieses, ja, wenn ich mir schon das Menü angucke, wo man nix rafft und so weiter. Weiß ich nicht. Hier die ganzen Symbole. Ja. Weiß ich nicht, ob das so ein tolles Feature ist, statt irgendwelchen Wörtern irgendwelche komischen, nicht deutbaren Symbole zu benutzen. Finde ich auch schwierig, ja. Warum das den Spielspaß steigern soll, erschließt sich mir nicht so ganz, aber ja. Und klar, eine Uhr rafft man noch, dass das für Zeit steht, aber da gab es Symbole, die da musst du wirklich viel rein interpretieren. Oder erstmal das Spiel halt durchspielen, um zu checken, ach, das ist dieses Symbol. Ein paar Symbole sahen sich auch sehr ähnlich. Ja, genau. Ja, alles steht und fällt mit dem Design der Piktogramme natürlich. Ja, was sagst du denn Daumen, Eddie? Mein Französischlehrer hat immer gesagt, die Ampel steht rot. Okay. Dabei wäre so ja eigentlich rot, aber ich glaube, wir wollen immer drohen, dass jetzt ist die kritische Phase, wenn wir noch weiter Quatsch machen. Mhm. Ja. Also ich würde noch nicht den Daumen senken, weil ich noch nach wie vor hoffe, dass da mehr Potenzial ist, als ich jetzt in den ersten 20 Minuten gesehen habe, aber nach 20 Minuten wackelt der Daumen schon. Okay. Das ist eine brüchige. Verstehe. Ja. Sollte sich nicht zu sicher fühlen. Fair, kann man verstehen. Aber es ist auch gut, dass es der mittlere gerade noch geworden ist, weil natürlich bei dem Programm, die haben ja auch immer noch die Chance, auf all so ein Feedback einzugehen und vielleicht reinzupatchen, dass es in Zukunft in den ersten 20 Minuten eine Ability gibt und genau zugänglich wird. Das Problem ist, du hast ja auch sehr viel Konkurrenz in dem Genre. Ja. Und wenn ich jetzt mal die Klassiker des Genres nehme, nehmen wir jetzt mal ein Ori. Ja. Da hast du direkt eine Welt, eine Story, die dich sofort reinzieht. Selbst wenn es spielerisch da auch am Anfang noch nicht so krass ist. Aber du denkst direkt so, okay, in der Welt, die Welt finde ich interessant, die Story finde ich interessant. Du wirst irgendwie ganz anders reingeholt. Das hier ist sehr steril und langweilig. Und die einzigen Story-Part haben wir direkt geskippt. Weil der auch Da war ja nicht wirklich. Ja, genau, weil er auch nicht packend war. Also, da war nichts, also man musste da auch wieder, weil es Piktogramme waren, ich hab sich nicht mal sehr gemerkt, viel dass ich es geskippt habe. Ja. Das ist ja auch kein gutes Zeichen. Ja, die schreiben auf jeden Fall noch: Discover new skills and put them to the test on the challenging platforming puzzles. Also, es gibt wohl noch irgendwelche Skills, die reinkommen, die haben wir jetzt nur noch nicht gesehen. Zu euch hat der Celia beiden gefallen. Also, du kommst jetzt gleich nicht noch zu deinem Fazit, aber ich hab gerade gelesen, ist alles handgezeichnet. Das ist immerhin schön, wenn ein sowas irgendwie noch mehr abholt, dann kann man das vielleicht noch auf der Plusskala verbuchen. Aber wie sieht das bei dir aus, Mel? Jetzt vom Zugucken, was würdest du sagen? Also ich finde es halt fast nicht möglich für mich, das zu bewerten, weil ich einfach mich in dem Genre nicht wohlfühle. Also ich würde es halt, ich müsste einen Daumen runter geben, weil ich einfach das, also wenn man fragt, würdest du es spielen und danach der Daumen entscheidet, dann muss er halt runter, weil ich einfach dieses Genre nicht spiele. Ja, ja. Die anderen Punkte teile ich eigentlich alle. Also ich finde es auch total niedlich gezeichnet, das ist ein Pluspunkt, aber es war auch zum Zugucken ab einem gewissen Punkt schon ein bisschen repetitiv und langweilig. Ja, das ging recht schnell, genau. Ja. Genau. Ja, dem, also ach genau, was war das? Also genau, er muss leider runter, weil es nicht mein Genre ist. Mhm.
Ja, das mit dem Genre, das Problem habe ich natürlich auch ein bisschen. Auf der anderen Seite kann ich das halt schon vergleichen mit so, Ori war ein gutes Beispiel. Da hatte ich schon auch viel Spaß mit. Beziehungsweise, da muss ich sagen, gerade der Anfang irgendwie, da hat mich allein schon die zauberhafte Welt, wie das alles sich verkauft hat. Das, es gibt hier nichts, was einen. Genau, das hat mich reingezogen und das gab es hier halt leider nicht. Vor allem, das würde es natürlich eigentlich, also die Möglichkeit wäre da, weil die Welt an sich, wie wir sie jetzt da sehen, dieser kleine Roboter, was hat es mit ihm auf sich? Da haben wir vorhin so einen Schrottplatz gesehen, wo ganz viele kleine Roboter lagen. Also man hätte da schon was machen können. Ich glaube auch. Ja. Ja, fraglich, ob das noch kommt. Aber, also ich kann jetzt auch mal kurz sagen, ich muss auch den Daumen runter geben und zwar gar nicht gegen das Genre, sondern eben auch gerade im Vergleich mit, klar, ist das Genre schwieriger bei mir, aber trotzdem mit irgendwas muss es mich catchen. Und das hat dieses Spiel einfach zu wenig geschafft. Plus die ganzen Sachen, die schon genannt wurden, eben, es holt dich ja auch null ab, der Text fehlt und. Ihr habt es alle gehört, Leute. Aber bedenkt bitte auch, weil wir jetzt hier zwei Daumen runter und einen zur Seite gegeben haben, heißt das aber auch nicht, dass dieses Spiel kompletter Bullshit sein muss, weil die Steam-Reviews, die waren ja überwiegend positiv und da können schon Leute dem was abgewinnen. Und bei Steam steht ja immer dabei, wie viel die reingespielt haben. Und da stand dann sowas wie 15 Stunden und so. Wahrscheinlich haben die irgendwo noch irgendwas entdeckt. Ich möchte nur fairerweise sagen, natürlich ist das hier in dem Format, die 20 Minuten können auch nur etwas über die 20 Minuten aussagen. Und deswegen bedeuten unsere Daumen jetzt auch irgendwie vielleicht nicht, dass das das schlechteste Spiel aller Zeiten ist, obwohl ein Daumen nach unten das implizieren vermag. Aber ja, die Entwickler sollten da sich, falls die jetzt auch zugucken, ich hoffe immer, dass die uns alle zugucken, Potenzial ist da, haut doch vielleicht in den Anfang irgendwas Cooles, was einen reinsaugt und dann, wer weiß, können wir dem Ganzen auch nochmal irgendwie eine Chance geben. Und wir zocken jetzt Too Many Sheep. Yes. Und ich würde sagen, let's go. Springen direkt mal rein, verlieren wir keine Zeit, geh gern auf Solo. Oh, ihr seht da am Button, man kann es auch im Koop zocken. Einfach ein bisschen A-Spam, weil du musst quasi deinen Player auswählen. Kannst hier deinen Hund. Oh, du bist nämlich ein Zeit. Ich weiß. Time Character. Oh, ja, aber der ist auch nicht geil. Man kann sich nur dumme Brillen aufziehen. Down left or right to control the car. Enter or A Button. Ah ja, du musst ja, das ist nur die Level. Genau, das ja, ist so. Ja, aber es ist gar nicht so leicht. Es ist super cheesy. Das kann man fast gar nicht erklären. Ich glaube, du hättest auf diesen Kreis da gemusst. Genau, das ist ein kleiner, das ist das erste Level und vorher sind die weiteren Level noch versperrt. Millibay. Nice and easy erklärt dir natürlich erstmal grundsätzlich, wie das Spiel funktioniert. Aber ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Auch nicht wirklich gut. Sehr schön übrigens, in den Ladebildschirmen sind immer amazing Sheep Facts. Ich habe schon sehr viel über Schafe gelernt und sie alle wieder vergessen. Mhm. Aber man lernt, wusste ich sogar. Ja, das wusstest du? Ja, das wusste ich. Stark. Ach so, A to continue, ja gut. Ich dachte, das wäre ein Ladebildschirm. Okay, das muss jetzt nicht alles durchlesen. Ich kann das mal ein bisschen erklären. Okay. Ready, steady, go. So, das hat der Entwickler auf sich selber eingesprochen. Oh. Ah ja. Und hier treibst du ein Schaf. Ist das quasi das Kommando an meinen Hund gewesen? Ah! Genau, sehr gut. Das muss man schaffen. Ah, das ist das Spiel. Das ist basically das Spiel. Schafe. Geil. In, also wie sagt man, Hirten? Nee. Hüten. Hüten. Ja, Schafe hüten. Schafe. Genau. Bist ein Schäferhund oder eine Schäferhündin und jetzt wird natürlich, wie immer bei solchen Spielen, von Level zu Level schwerer. Und ab jetzt hört das Spiel ja aber praktisch schon auf, irgendwas zu erklären. Ach so. X, also das Xbox X ist Sprint. Das? Wenn du das, nee, nicht das X, sondern das. Genau, ja, damit sprintet man. Und mit Y bist du, wenn du das gedrückt hältst, in so einem Schleichmodus, dann machst du so, laufen wir dabei, dann machst du so, wie nennt man das bei Hunden? Traben? Nee. Langsam laufen? Ja, genau, da habe ich gesehen. Nein, das bewirkt halt, dass die Schafe dir nicht abhauen. Also, weil manchmal musst du ja die Seite bei Schafen ändern, um sie in die richtige Richtung zu drücken. Und dann benutzt du Y zum Schleichen, damit sie keine Angst vor dir haben. Was sagen die Steam-Reviews? Sage ich dir sofort, die finden das hoffentlich großartig, weil ich habe mich länger in diesem Spiel aufgehalten, als ich zunächst vorhatte in dem Test. Es ist das günstigste Spiel, was wir in diesem Format je hatten. Es kostet nur 1,60. Mhm. Und es ist entsprechend auch ein 1,60-Spiel. Man kann ein kleines, lustiges Mobile-Game quasi erwarten. Aber wie ich finde, ein ganz gutes, mit noch traurigen Problemen, auf die ich gleich eingehe. Ah, ich wollte gerade fragen, ob ich bellen kann. Genau, du kannst bellen und damit drängst du die quasi sehr aggressiv in eine Richtung.
Und dann haben sie quasi richtig Angst vor dir und legen mal einen ordentlichen Zahn zu. Das ist quasi nicht unbedingt das beste Tool, um das zu machen, was du jetzt hier gerade machen willst, und zwar die Schafherde zu splitten. Ja. Und jetzt wirst du gleich feststellen, ab hier, wow, hast du das gut gemacht. Da ist mir nämlich direkt ein Schaf rechts am Zaun vorbeigerannt. Nein, die rennen alle am Zaun vorbei. Ah ja, jetzt merkst du, jetzt kommen die ersten Frustmomente. Währenddessen gucke ich mal hier auf Steam, ob die anderen Menschen auch frustriert waren. Das stelle ich mir aber auch im Koop ganz lustig vor. Los, beeilt euch. Ja, ne, das im Koop kann das cool werden, glaube ich. Das habe ich leider noch nicht testen können. Kannst du ein Schaf als Exempel sozusagen, ich sag mal jetzt, reißen? Ja, damit die anderen Schafe besser zuhören. Der Singular von einem Sheep ist scharf. Was habe ich gesagt? Ein Schaf. Ich meinte ein Scharf. Aber ein Schaf, nicht ein Scharf. Jetzt habe ich leider die Frage verpasst. Naja, ob man die irgendwie den drohen kann, dass die hören. Weil die hören ja nicht. Da musst du ja irgendwie andere Seiten auf. Naja, das Bellen ist halt das Drohen. Ja. Oh, jetzt gehen die wieder dran vorbei. Ja, genau. Aber dafür ist dieser Mode, um jetzt auf die Seite zu kommen, um jetzt. Ja, genau. Sehr schön. Und jetzt, wenn. Du musst eigentlich nur hinter die kommen. Ja, bin ich ja. Mann, Schafe sind so dumm, ey. Ja, wobei geh jetzt rein. Diese Sheep Facts immer wieder behaupten, Schafe wären unglaublich klug. Ey, das wird über jedes Tier behauptet. Ja gut, das stimmt. Ich habe noch nie, weißt du, warum gibt es keinen Film von Christopher Nolan über Schafe, die irgendwas Krasses erfunden haben? Gute Frage. Mit mehreren Meta-Layer und sag so. Sag ich dir, weil noch nie ein Schaf irgendwas Cooles erfunden hat. Ja, immerhin. Der Rollkragenpulli, den weiß ich nicht, Markus Lanz trägt, den hat auch das Schaf nicht erfunden, sondern der Mensch aus dem Schaf erfunden. Das stimmt wirklich, das hat nicht das Schaf geleistet. Das Schaf hat nicht gesagt, ey, schneid mal den ganzen Shit hier ab, dann kannst du daraus was Geiles bauen. Hat das Schaf nie gesagt. Während ihr euch darüber unterhaltet, bin ich hier sehr konzentriert am Arbeiten. Ja, das stimmt, das war auch also man muss sich schon konzentrieren. Man muss sich konzentrieren. Ich kann schon mal ganz kurz sagen, wo mich das Spiel krass abgeholt hat. Nee, du kommst nicht weiter, weil du das Level noch nicht mal in der schlechtesten Medaille quasi gelöst hast. Ah, weil ich so schlecht war. Ein Bad Dog war das ich. Hat das Spiel jetzt gesagt. Das will ich jetzt nicht niemand sagen. Die können aber toll hören, steht hier Eddie. Ja. Ich meine, können die sowas? Ja, genau. Also für mich hat bei der Reiz des Spiels, selbst wenn man das dann geschafft hat, das aber noch die beste Medaille hinzukriegen. Da musst du die Level immer in 30 Sekunden schaffen. Und dann wird das Spiel aber auch ultra frustrierend, weil nämlich dann, egal wie gut du spielst, sehr gut. Oh, sauber. Von oben. Top. Und zumachen. Genau, nochmal rein. Da rein. So. Ja, das ist, genau. Und hier wird's frustrierend, wenn du versuchst, 30 Sekunden zu schaffen. Dieses scheiß Tor geht einfach nicht zu. Dann würdest du jetzt schon neu starten quasi. Genau, dann startest du jedes Mal neu, aber brüllst dabei. Und ich habe so viel gebrüllt beim Anspielen. Aber knapp 5 Sekunden. Oh, ja. Boah, das war ein sehr, sehr guter Run. Zumachen einfach. Geh rein! Ja, und das ist halt wirklich frustrierend. Mir ist übrigens noch nie passiert, dass ich da drin eingesperrt war. Ich weiß auch nicht, was da passiert. So, und jetzt kriegst du das nächste Level. Ups, jetzt habe ich aus Versehen dasselbe nochmal gestartet. Oh, der Preis wurde erhöht auf 2 Euro. Oh! Seit wir das zocken. Ja, komm ich da raus? Nee, ich glaube, ich habe es im Sale noch gekauft. Ja. Genau, nächstes Level. Währenddessen. Ich fahre hier über den Rasen. Gucken wir doch mal. Kaum jemand hat das über eine ganze Stunde gespielt, die Daumen hoch, also gute Reviews hier dagelassen haben. Weil es natürlich auch noch kurzweilig ist, da ist nicht viel drin. Ready to play Co-op with Kids, klar. Auch eine einfache, also eine kleine Lernkurve nur, die dann echt schnell belohnt ist. Oh, hier sagt auch jemand was Schlechtes. Has great potential, but the sheep easily get stuck in corners when played with 4 people. Selbst alleine ist mir das schon sehr, sehr viel passiert. Das ist nervig. Genau. Oh, das sagt der Spieler auch nicht. Hier musst du einmal am Tor bellen. Erst dann lassen sie dich rein, die blöden Schafe. Klar. Und dann musst du sie wieder durch dieses Gatter führen. Mhm. Und ab jetzt, ich glaube, nach dem Level wirst du verstehen, warum ich manchmal Nervenzusammenbrüche bekommen habe. Weil dann das hier passiert. Und das war quasi auch Kern dieser negativen Steam-Review, die ich gerade vorgelesen habe. Ja, und jetzt beschäftige mich dich mal mit den zwei. Also die... Nein. Aber jetzt ist das Schleichen gut, weil dann würden sie nämlich nicht mehr weiter so weit weg. Schleichen, ich habe keine Zeit für Schleichen. Oh ja!
Aber bei diesen Gattern, ich sag mal so, ist gleich eine kleine Empfehlung von mir. Kleine Empfehlung geht raus. Ja, was wollen die denn hier im Early Access überhaupt? Sie wollen... Geld. Oh, sie wollen bis Ende 2023 schon fertig werden. Interessant, Dezember wollen sie raus sein, dann wollen sie ihr fertiges Spiel präsentieren können. Ja, bisher drin 10 Solo- und Koop-Level, ist auch gar nicht so viel, aber es gibt noch 4 Versus-Levels, die habe ich noch nie gespielt, weil ich keinen Freund hatte, der zusammen mit mir das ausprobiert. Aber 4 Leute können das spielen, das ist cool, das ist natürlich auch prädestiniert für unsere kleinen Competition-Formate, wo man gerade auch Spiele braucht, die vielleicht den Menschen am Pad doch ordentlich auch mal zum Frust treiben können. Das ist ein sehr gutes Competition-Spiel, oder? Glaube ich, ja. Ja, ich glaube, gerade für sowas Beefiges sehr, sehr gut geeignet, weil das braucht ja auch immer dieses, dass das Spiel aber auch nicht perfekt ist, dass es dich auch manchmal ein bisschen ärgert, weil mal irgendwas da hinter einem Zaun stecken bleibt, wie jetzt hier in dem Fall. Ja, Full Controller und Keyboard Support, ready, also beides ist am Start. Go! Dann geben sie hier an, Customizable Dogs, und das haben wir jetzt ein bisschen geskippt, aber da kann ich euch sagen, es gibt 3 Brillen und 2 Hüte. Toll. Kann ich nicht mal meine Farbe ändern? Doch, nicht von deinem Tuch. Nee, kannst du nicht. Das ist bestimmt nämlich, um zu erkennen, welcher Controller du bist. Weißt du, für 4 Spieler, rot, blau, grün, gelb. Ach, guck mal, jetzt musst du erst ein Ding bauen, oder was? Du musst die erst durch die beiden Dinger. Oh, das hast du aber sehr gut gemacht. Das macht aber gar keinen Sinn. Du meinst, warum sollte der Hund das jemals tun? Ja, die Story von dem Spiel, die fand ich auch fragwürdig. Komm, ich lass mich mal mit einsperren. Ja, mach mal. Oh, was passiert dann? Oh, das geht. Okay. Cool. Oh, 3 Medaillen unter 45 war hier das Score. Wahnsinn, guck mal. Da entwickelt sich gerade der Skill bei dir in diesem Spiel. Wie soll sich die Vollversion von der Early Access Version unterscheiden? Für diese Frage haben wir noch kurz Zeit, das zu klären. Und einfach eher eine refined Version, sagt die Entwicklerperson hier. Also ich denke mal, diese Sachen, die ich jetzt schon angesprochen habe, die so ein bisschen glitchy sind und noch ein bisschen nervig sind, die sollen raus sein. More creative levels will er noch reinpacken. that take the sheep herding mechanic beyond the limits of traditional sheep herding. Ja, das finde ich ein fantastischer Marketing-Satz. Dazu. Ich würde gerne, kann man auch vielleicht so andere Sachen herden? Also könnten das hier auch so Gänse sein? Das neue Tiere, ja. Ja, neue Tiere. Aber können Gänse, haben die Angst vor Schafhüterhunden oder wie heißt das? Ach, bestimmt. Guck mal, schon wieder. Ah, schade. Naja. Okay, aber ich finde, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich dem Spiel ein bisschen Zeit rauben. Ja. Nicht, weil es jetzt uns verliert tatsächlich, sondern... Ich könnte jetzt noch theoretisch hier so gemütlich weiterspielen. Genau, und das kannst du in deinem Fazit jetzt quasi noch wunderbar auf den Punkt bringen, weil ich glaube aber, wir haben gesehen, dass das Spiel... Steady. Es wird jetzt halt schwerer, die Level werden erfordern von dir quasi kreativere Lösungsmechanismen, Ideen. Und aber basically war es das. Ich dachte mir, wir haben hier oft so Spiele, die kosten 10er oder wir hatten auch schon Spiele, die kosten schon 30, 40 in Early Access. Und die werden ja auch strenger bewertet, weil für 40 Euro willst du direkt ein vernünftiges Spiel. Für 2 Euro kann man aber nicht viel falsch machen, gerade wenn man sagt, ey, wir haben hier einen kleinen Koop-Abend, meine Boys and Girls sind da und wir wollen ein bisschen Competition-Stuff irgendwie zocken. Dann gibt man doch mal eben easy 2 Euro für ein unfertiges Spiel aus. Was? Ja. Was muss da Spaß machen? Eine halbe Stunde reicht doch für 2 Euro. Ja. So. Also ich meine, man muss schon solche Sachen, finde ich, auch immer ein bisschen am Preis messen. Und wir haben noch ein Spiel, da geht es auch um Geld. Und das hat mich tatsächlich süchtig gemacht. Ich konnte nicht mehr... Ja, Spoiler, ich habe eine Nacht. Achso. Genau. Stimmt, jetzt habe ich die... Ja, jetzt habe ich die... Erwartungshaltung sehr hoch gesetzt. Genau. Lass uns dazu übergehen. Genau. Ja, ich habe jetzt einfach die ganze Zeit mich berieseln lassen von den Facts, die du hier gedroppt hast. Habe nebenbei konzentriert den Arbeitshund raushängen lassen. Das ist der Arbeitshund. Und ich muss sagen, ich würde es jetzt nicht unbedingt privat spielen. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich mich heute Abend an die Xbox setze. Oder gut, ist ja eh nicht, ist ja Steam. Also schon mal gar nicht mich an Laptop setze dafür oder an PC setze. Ist es eher was vielleicht auf dem Handy so irgendwie mal so zwischendurch so eine oder Runde? Oder für die Switch oder so. Ja, genau. Ja.
aber ich könnte mir vorstellen, wie du schon gesagt hast, im Arbeitskosmos hier, also als Minigame in Competition, ja, als eins von verschiedenen Minigames, die, mhm, die wir hier auf Arbeit zocken. Und ja, deshalb würde ich auch den Daumen in die Mitte machen. Okay, okay. Was würde für dich noch fehlen zum Daumen nach oben? Oder würdest du den auch, also würdest du sagen, das kann mich eigentlich gar nicht so erreichen? Das kann mich so gar nicht. Okay. Dafür gibt es gar nicht genug her. Also ja, irgendwann ist es halt auch erreicht. Du kannst halt mit einem Hund Schafe herden. Du kannst vielleicht noch andere Tiere einbauen, aber so viel mehr. Und dann hast du ein Parcours mal oder mal irgendwie. Ja, ja. Ja, es hat ein Limit, sag ich mal, wie weit es geht und wie weit es einen dann auch catchen kann, würde ich sagen. Das ist absolut korrekt, das verstehe ich. Ja, wie sieht das bei dir aus? Also, ja, das einzig Positive an dem Spiel ist der Preis. es ist halt stinklangweilig. Was? Es ist halt wirklich stinklangweilig. Hä, aber du bist ein Hund. Ja, du bist, aber du mit den die Schafe da. Ich konnte 40 Minuten nicht aufhören. Also, mir fehlt dann da auch vielleicht noch ein bisschen mal grafische Abwechslung, musikalische Abwechslung. Es ist ja, da fühlt sich ja alles gleich an. Fair enough, wir haben am Anfang die Musik ausgeschaltet. Also genau, aber Moment, weil sie so nervig ist. Ja, gut. Also, ich finde es ganz nett, so auch als Competition-Spiel, aber mir fehlt ja noch irgendwie so ein bisschen Action, noch ein bisschen. Das Spiel könnte sich ruhig trauen, noch ein bisschen verrückter zu sein. Ja, genau. Weiß ich nicht, ja, mit ja, Trampolinen und Lava-Fallen und brennenden Fässern und weiß ich nicht. Jetzt einfach immer das nur durch irgendwelche Holzzäune lenken jetzt im 7. Level. Also da hätte man noch ein bisschen kreativer sein können. Aber für 1,90 oder 2 Euro ja, ja, kann man mal machen. Weil ich glaube, wenn man das gegeneinander spielt, so eine halbe Stunde, Stunde Spaß kann man damit haben. Das aber bestimmt, ja, ja. Wird jetzt nichts mit dem Game of the Year Award. Was sagt das in Daumen? Auch der mittlere. Ach, aber aber auch du, der wieder mit Tendenz eher nach unten. Das ist wie bei Inception, mhm, am Ende, wo dieser Ding sich noch dreht und man nicht weiß, wird er umkippen oder nicht. Ah, das heißt, wir werden es auch in dieser Folge eigentlich nicht mehr ganz erfahren können. Bewegt sich der Daumen nach unten oder bleibt er da? Mhm. Man weiß es nicht genau. Okay, ja. Ich muss tatsächlich an der Stelle kurz völlig hyped sagen, sowas ist aber auch voll mein Spiel, mein Genre. Deswegen gebe ich den Daumen nach oben für das, was es ist mit 2 Euro. Hat es mich eben 40 Minuten gefesselt und ich muss sagen, oh, ich muss hier noch weitere Spiele antesten. Ich habe nicht so viel Zeit, mhm, und musste es quitten, obwohl ich nicht wollte. Und zwar habe ich nämlich bei vielen Level, nee, bei allen, außer dem letzten Level, habe ich die 3 Medaillen mir letztendlich geholt und es gab ein paar, da waren, ja, da wollte ich auch kurz mal flexen. Ich bin halt auch einfach gut. Ja. Aber, du hast auch sehr viel geflucht dabei wahrscheinlich. Genau, und ja, es gab halt diese Momente, es war so ein Hin und Her der Gefühle. Mal war ich abgefuckt, dass das Schaf jetzt immer wieder dumm da, mhm, an einem Zaun vorbeirennt oder, ja, das Spiel einfach clunky ist. Aber dann habe ich auch gemerkt, ja, aber ich kann es schon ein bisschen beeinflussen durch dieses Abwechseln von Schleichen, mal wieder sprinten, mal wieder bellen. Klingt jetzt basic, aber ich habe meine Wege gefunden und ich habe meine Records gechased. Und deswegen, ich fand's geil. Ich habe eine geile Zeit und ich will das jetzt mit meinen Freunden spielen. Also okay, ich lade euch vielleicht mal auf ein Sheep Herding Evening, okay, bei mir ein. Treten wir an gegeneinander. Genau, genau. Ah, da kann ich leider nicht. Ach, schade. Ich habe doch noch gar nicht gesagt, wann. Siehst du? Ja, na gut. Da bin ich krank. Hast du ein Date mit Meryl Sheep? Ja, habe ich ein Date mit Meryl Sheep. Was haben wir jetzt als Finale? Jetzt haben wir das ultimative Finale. Oh, ganz kurze Frage. Hast du es ausgewählt für mich, weil man einen Hund spielt? Ja. Ah, kennst genau, du mich? Ich wusste tatsächlich nicht, ob du das Genre magst. Aber ich mag Hunde. Das ist ja auch manchmal schwierig zu sehen. Aber ich weiß, du liebst Hunde und deswegen dachte ich, komm, das gut, kann doch vielleicht auf der Ebene ein bisschen überzeugen. Was kann auf der nächsten Ebene jetzt überzeugen, das klären wir nach einem kurzen Bumper und dann sind wir hier zurück mit dem letzten Spiel. So Leute, da sind wir wieder bei Stonks 9800 und ich habe schon ein bisschen vorweggenommen, mich hat dieses Spiel ultimativ abgeholt, ein bisschen wegen der Musik, aber vor allem auch schön wegen dem, was jetzt kommt. Es ist oldschool. Okay, drück gerne Enter, wir springen rein. Starte bitte ein neues Spiel, weil mein Speicherstand ist so geil, den will ich nicht verlieren. Free-Mode. Genau, es gibt den Story-Mode noch nicht. Aber auch im Free-Mode ist schon Story drin. Das würde ich erstmal alles so lassen. Normal ist perfekt, damit habe ich auch angefangen. Deswegen Begin-Game. Ist das eine Wirtschaftssimulation? Vielleicht ein bisschen. Oh, Anime-Stil. Das könnte ich vielleicht auch ein bisschen für dich mitgebracht haben. Ja. Ja, um ehrlich zu sein, ich wusste nicht genau, werdet ihr es überhaupt cool finden? Drück mal direkt Leertaste. Weil damit stoppst du die Zeit. Wir befinden uns am Anfang des Jahres 1980 in Japan. Und wir sind Börsenmakler oder Börsenmaklerin. Mhm.
und ja, wollen ein bisschen Geld verdienen. Und hier sehen wir erstmal auf den ersten Blick langweilige Grafen. Ich habe es natürlich für dich wegen des Animes, die mit ja. für Eddie, weil der so ein Trader-Typ ist. Du bist ja erfolgreicher Krypto-Investor. Bist du, ja. Ja, also was dabei rumgekommen ist, darüber haben wir uns noch nie unterhalten, aber ich weiß auch nicht genau warum. Kannst ja gerne aus dem Nähkästchen bleiben. Memento. Genau, es gibt halt, das ist auch zufallsgeneriert. In meinem Speicherstand gibt es ganz andere Firmen, die aber auch alle an echte Firmen angelehnt sind. Das ist ja witzig. Genau, das präsentiert sich natürlich erstmal etwas, wie soll man sagen, fast schon reduziert. So, aber, hast du wirklich am 5. März? Nee. Lustigerweise, in meinem Speicherstand war mein Geburtstag am 24. Dezember. Ich war Jesus. Hat das eine Auswirkung? Nee, ja. Also du feierst Geburtstag und dadurch wirst du glücklicher. Weil, guck mal kurz auf Home unten. Da sieht man quasi so Level wie Happiness, Comfort, Stress. Jetzt sieht man nicht mehr genau. Man kann sich Apartments kaufen mit dem erwirtschafteten Geld. Man kann sich Autos kaufen. Und das wirkt sich im Prinzip nur auf diese Balken aus. Und man muss einfach ein bisschen glücklich sein. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst vor der Frage, aber was passiert, wenn man ein bisschen leise. Wenn man pleite ist, kein Geld mehr hat und sehr unglücklich ist? Ist mir noch nicht passiert im Spiel, dann irgendwo muss es ja ein Game Over geben. So, aber du guckst jetzt schon an, was man sich irgendwann mal leisten können wird. Versuch doch erstmal den Aktienmarkt ein bisschen zu beobachten, damit wir ein bisschen Progress erleben. Und da kannst du jetzt wieder mit Leertaste einfach mal laufen lassen. Da oben sehen wir, wie schnell die Tage auch vergehen. Das ist mein Vermögen? Das ist dein Vermögen. Warum wird das immer weniger? Weil du tägliche Kosten hast, die kannst du unter Home einsehen. Und da kannst du auch quasi an diesem Regler sagen, ob du mehr oder weniger am Tag ausgeben möchtest. Das wiederum. Wie viel Yen sind das? Wie viel ist das denn in Euro? Da habe ich schon alles umgerechnet. Das habe ich tatsächlich mitgebracht. Okay. 1 Million Yen waren 1980 in Japan umgerechnet auf D-Mark 3200 D-Mark. Und das wären heute 3600 D-Mark. Und inflationsbereinigt in Euro heute wären das 3200 Euro. Oh ja. Das heißt, 1 Million Yen sind wesentlich weniger, als man erstmal so denkt. Okay. Spielgeld für Eddie. Ich habe eine Gym-Membership. Oh. Genau, und jetzt sieht man, hier passiert einiges auf dem Aktienmarkt. Wir sind aber noch nicht invested. Und es passieren natürlich auch kleinere Storybits. Ach, ich rede mal nicht so viel. Ich lasse den Eddie einfach mal erleben. Would you like to relax, my friends? Okay, es kommen hier dauernd so. Jetzt gehe ich in die Bar mit Freunden. Und das steigert meine Happiness? Ja, natürlich. Während parallel der Aktienkurs, in den du investiert hast, abstürzt. Nächstes Wochenende, da ist die Börse geschlossen. Nur am Wochenende rufen deine Börsenfreunde auch an. Die würden niemals dich vom Traden unter der Woche abhalten. Genau, hier kannst du dir ein- und ausblenden. Jetzt gehen wir auf die Exchange, wir kaufen jetzt mal was. Genau. Ist am Anfang, kann ich dir sagen, noch relativ schwierig, weil du natürlich, die Charts fangen ja alle relativ linear auf dem gleichen Level an. Erst später, wenn man den Aktienmarkt über Jahre beobachtet hat, was ich getan habe in dem Spiel, kann man Trends sehen. Also welches Unternehmen wann, wie, warum abbaut. Das sind deine Freunde oder so? Nee, das sind die Mitarbeiter von der Firma, von der ich Aktien kaufe. Da habe ich noch nie drauf geklickt. Wie geil ist das denn? Hayashi Yu, CEO von Ninento. Und vorher war er Fashion Designer. Oh, okay, was? Das habe ich noch nie gesehen in Screen. Das ist ja geil, da habe ich noch nie drauf geklickt. Das ist ja so, nice. So, kaufen wir mal ein paar Aktien. Da fand ich jetzt schade, dass der Stil da anders war, dass es nicht mehr dieser Anime-Stil war. Stimmt. Die sahen zwar auch cool aus, aber anders. Du hast recht, ja. Ja, ich, während. Jetzt habe ich fast gar kein Geld mehr. Ich muss doch ein bisschen reden, weil ich muss echt sagen, das, was mich so abgeholt hat in dem Spiel, das vermittelt sich nicht in 20 Minuten. Ich wollte dieses Spiel nur maximal eine Stunde anspielen, um mir einen Eindruck für diese Sendung zu verschaffen. Und ich habe dann 4 gespielt. Oh. Und das passiert mir tatsächlich sehr selten. Und das liegt halt einfach daran, weil das ist so ein perfektes Spiel für... Ihr seht ja, wie schnell es dann weitergeht und ewig auf diesen Kurs zu starren. Mhm. Ich bin überhaupt nicht an Geld in echt interessiert. Mich würde das wegstressen. Das hat mir auch das Spiel gezeigt, dass ich das nicht mit meinem echten Geld machen könnte. Aber mit dem Spielgeld die Zeit vergehen zu lassen und
zu sagen, okay, jetzt ist der Kurs zwar krass wieder gesunken, aber ich bleib stark, ich lasse mein Geld drin, ich warte, bis der wieder steigt und so. Und das sorgt so ein bisschen dafür, dass du nie zu einem Ende kommst. Ja. Du willst gefühlt immer weitermachen und vor allem lässt sich das auch so schön bei irgendwas machen. Ich habe halt dabei Podcasts gehört. Das wollte ich dich gerade fragen. Was macht man denn, während man wartet, dass der Kurs steigt? Weil das stelle ich mir ein bisschen langweilig vor, tatsächlich. Ja, dachte ich auch erst. Und ich habe dann halt relativ schnell auch mit dem Podcast reingestartet, weil diese Musik ist erstmal nett und witzig, aber ja. Boah, nach einer Stunde bist du ja, richtig, kann ich mir vorstellen, richtig kaputt davon. Aber was macht man zwischendrin? Man könnte einen Podcast hören, aber man hat ja hier jetzt auch schon gesehen, die Freunde rufen dann immer mal wieder an, wollen in eine Bar gehen. Es gibt schon immer mal so Storybits und diese nette Assistentin, die wir da gerade gesehen haben. Also ich möchte nicht zu viel spoilern, aber wir daten gerade recht viel. Und, es ist noch so ein versteckter, so ein Dating-Simulator ja, mit drin. Genau, da darf man jetzt nicht zu viel erwarten, aber ja. Zumindest gibt es immer mal wieder so ein bisschen Ablenkung dadurch, dass sie fragt, hey, wollen wir spazieren gehen? Aus einem Spaziergang wird ein Barbesuch, aus einem Barbesuch wird tell me more. Promenadenspaziergang. Mhm. Und dann redet man und sie sagt so Dinge. Guck mal, man kann diesen Retro-Effekt ausstellen. Das ist cool. Aber warum? Der ist doch mega geil. Ja, ich wollte nur mal sagen, dass es geht. Das ist kann cool, ihr dann auch noch verstärken geht. Auf Level 5. Oh, Level 5. Ja, wir wollen Level 5. Ja, Mann. Ich finde den sehr geil, ehrlich gesagt. Mich hat der irgendwie reingezogen ins Jahr 1980. Guck mal, Eddie, wie war das damals? So. Hier, guck mal, meine Aktie ist richtig im freien Fall. Also das war kein guter Invest. Ja, ist die Frage. Also noch ist das ja relativ wenig. Aber es ist ja erst dann schlecht, wenn ich mit exakt. Alles stürzt hier ein. Was ist denn hier los? Ja, nur Ponika. Und das rote Ponika ist und Canon. Yamana. So. Aber während es hier weitergeht, muss ich mal kurz auch von natürlich frustrierenden Momenten erzählen, die mir gezeigt haben, auch wenn ich, glaube ich, sehr viel Geld hätte, ich könnte das niemals. Weil die Börse ist ja die ganze Woche geöffnet zu so Zeiten, wo ich eh immer schon nicht so richtig wach bin. Also die machen ja dann auch morgens um 8 auf oder so. Das ist schon mal alles richtig hart, aber dieser Moment, dass du merkst, jetzt geht der Kurs gerade mega hoch und dann verkaufe ich, weil ich denke, komm, ich nehme das Geld jetzt aber schon mal mit. Und dann geht der unfassbar weit hoch und du denkst, nein, ich habe potenzielle so und so viele Millionen jetzt durch Angst verloren oder genau das Gegenteil. Du merkst, ein Kurs geht hoch, kaufst dich dann gerade ein und in dem Moment geht er runter. Und dann wartest du Jahre darauf, dass er irgendwann wieder hochgeht und dieses Unternehmen wirtschaftet sich nur kaputt. Und ja, das Gefühl kenne ich von Animal Crossing und drüben. Ja, das ist, glaube ich, genau das, was da auch schon viele erlebt haben, dass dieses Finanzgame, ob es jetzt Rüben oder Yen sind, völlig egal. Eddie, sag mal, wie hast du es denn geschafft, jetzt schon 500 im Minus zu sein? Tja. Wir haben kurz nicht hingeguckt und uns hier unterhalten. Oh, du hast aber Dividenden bekommen und dadurch bist du jetzt wieder im Plus und zwar hast du wieder 40.000 Yen. Gut, dass Dividenden am Start sind. Und die Lotterie hat auch gewonnen. Wow, genau. Es gibt auch viele kleine Random Encounter, die, ich glaube, die kommen am Anfang. Das war übrigens bei mir auch mit der Lotterie, um dich nicht zu verlieren. Weil ich habe mich natürlich am Anfang auch verkalkuliert. By the way, lernt man dann auch noch Dinge über das Finanzwesen? NT müssen wir kaufen. Ich habe jetzt verstanden, was ein Deposit ist. Oder ein Depot in Deutsch. Also, dass du der Bank halt irgendwie Geld anvertraust für ein Jahr. Und dann geben die dir relativ zugesichert viel später ein bisschen mehr wieder. Weil du der Bank quasi Geld geliehen hast, was ich immer noch nicht kapiert habe und auch noch nicht nach dem Film The Big Short, der sehr kompliziert die Finanzkrise eingeordnet hat. Ich glaube schon vereinfacht, aber für mich immer noch zu kompliziert. Da ging es ja eben auch um dieses Shortening. Ja. Das habe ich bis heute nicht gerafft und das geht hier auch. Shortening ist einfach, dass du auf den Verlust setzt der Aktie. Also du kannst ja darauf, du kannst eine Aktie kaufen und hoffen, dass sie steigt. Du kannst aber auch das Gegenteil machen. Du kannst quasi dass die Aktie fällt. Wahnsinn, ja. Okay. Danke, dann hast du es mir jetzt gerade ein bisschen vereinfacht erklärt. Also das ist sehr einfach. Ja, wirklich, aber das ist schon mal ganz gut, weil wenn du auf Exchange nochmal gehst. Ja, das kommt ja wirklich alle paar Sekunden, ja. Ja, die wollen dich schon halten mit Story. Dann kannst du da oben auf Short Selling gehen. Und da verstehe ich jetzt nicht genau, aber wenn ich jetzt von einer, die jetzt hier low ist, Yamaha zum Beispiel, würden wir mal annehmen, die geht vielleicht runter, dann würdest du ganz viel davon kaufen, oder was? 0 von 4, das weiß ich jetzt auch nicht, was das sein soll. Hast du davon schon was gekauft? Ach so, ja, also das sind die, die er hat, ja. Ja, genau. Und, aber dann verstehe ich jetzt halt, da habe ich das Menü nicht verstanden. Wenn du jetzt auf Buy gehen würdest.
Also mich holt die Musik ein bisschen ab. Nicht, ja, dann verkaufst du quasi, dann kaufst du quasi Aktien zu diesem Preis und wenn sie runtergehen, machst du quasi Gewinn. So ganz genau raff ich es jetzt auch nicht. Also gerade auch hier mit dem Menü, aber. Ja, das Menü, genau, das ist dann auch mein. Wir können ja schon mal. Klick dich ruhig noch ein bisschen weiter durch. Ich will nur schon mal ganz kurz sagen, ein paar Sachen, die ich schon monieren muss. Ja. Weil ich schwärme ja gerade sehr davon. Ja. Ich hatte eine positive Zeit, deswegen muss ich auch mal ganz kurz das Bild wieder in irgendeine Waage bringen, um euch auch nicht zu sehr zu beißen für eure Daumen. Und zwar, diese Menüführung ist erstmal, der ganze Style hat mich sofort abgeholt. Ich war interessiert. Aber ganz viel erklärt sich dann aber leider überhaupt nicht, obwohl sie die Textboxen alle paar Sekunden in die Presse ballern, sind die alle nicht unbedingt. Die ist wichtig gewesen zum Beispiel. Ja. Die hat jetzt zum Beispiel gesagt, hey, eine TV-Reportage hat die schlechten Arbeitsbedingungen bei Unternehmen XY gezeigt. Und dann siehst du natürlich, oh, muss hier sofort raus. Ja. So, der Kurs wird jetzt übel fallen oder so. Du kriegst auch. Oder andersrum, das im Blick behalten und dann kaufen, wenn er ganz weit unten ist. Genau, so. Nintendo steigt. So habe ich meine Millionen gemacht. Weil mein Kontostand steht gerade bei 270 Millionen Yen. Also das 270 mal 3600, dann wüssten wir, was ich jetzt in Euro habe. Also schon über 100.000 Euro habe ich da rausgeholt. Oh, du machst Pferderennen. 1 zu 2. Und gibst dein gesamtes Geld aus. Klar. Let's go. Es gibt auch Pachinko in dem Spiel. Ah, und ja, das macht auch echt Spaß. Das Pferderennen macht leider überhaupt keinen Spaß, wie du jetzt sehen wirst. Aber es ist ein guter Punkt, um das Game parallel schon mal Revue passieren zu lassen. Kann ich irgendwas machen, ey? Nein. Aber guck mal. Der Thrill ist da, der Thrill ist high. Ja, aber hier, der zweite von oben. Intense Presentation, würde ich jetzt zusammenfassend sagen. Das gibt richtig Kohle. Nein, da unten, was ist mit ihm? Nee. Oh nein! Der kommt, der hat richtig Speed. Aber jetzt nochmal alles rausholen. Das sieht gut aus. Ja. Der zweite von oben. Oh, nee, du könntest das schon schaffen. Du gewinnst! Du bist Erster! Was? Wow. Ja. Shadow One. Aber warum sind die beide noch am Laufen? Weil die dumm sind, keine Ahnung, aber du hast gewonnen. Ich hab noch nie gewonnen. Ich habe all mein Geld bisher beim Pferderennen verloren. Ja, das ist wahr. Aber auch nicht so viel. Aber du hast immerhin schon großzügig gesetzt. Und Amy mag mich direkt ein bisschen mehr. Genau, du hast nämlich noch gleich dieses Social Game dabei. Kann das sein, dass Amy einen mag, je mehr Geld man hat? Vielleicht hängt das zusammen, genau, weil diese Dates, das habe ich eben gar nicht ausgeführt, die bleiben auch recht oberflächlich. Also am Ende, der eigene Charakter, den man spielt, der reflektiert immer Sätze, die sie sagt. Und er reflektiert aber selbst nach dem 10. Date, was ich hatte, immer das Gleiche. Oh. Und zwar ist die Reflection, I think Amy is a bit too drunk. Okay, doch nicht. Oh. Also es ist so, ich würde es auch eigentlich auf jeden Fall schon eher sexistisch einordnen. Sie bleibt die Assistentin. Ich glaube, das Game meint es eher als Gag so ein bisschen, weil ja, es spielt sozusagen auch so ein bisschen damit. Was ist denn so, das hier? Habe ich dich auch nicht verstanden. Und das konnte ich eben nicht ausführen. Sorry, Leute, das ist ein bisschen wirr. Ich springe hier hin und her. Hat die Musik gewechselt vielleicht? Ja, aber wegen der Jahreszeit. Nee, das machen nicht die Buttons. Das sind vier Musiken für vier Jahreszeiten. Das ist toll. Wo war ich jetzt? Ich bin zerstreut gerade. Ach, die Musik ist aus. Guck mal hier. Das kann ich besser konzentrieren. Meine Aktien verkauft. Oh, wow. Oh, dann hast du aber ja Gewinn gemacht, weil du hast ja mit 750.000 in das Stimmt. Game gestartet. Das heißt, nach dieser kurzen 20-minütigen Anspielsession kann man sagen, Eddie, wow, du hast schon mal aus weniger Geld mehr Geld gemacht. Wählt mich. Das ist stabil. letzter Satz kurz wollte ich noch sagen. Es gibt dann doch viel, was man sich durch Learning by Playing auch erschließen muss, was bei dem Spiel schon ein bisschen cooler ist als bei anderen Spielen, die wir heute schon gesehen haben. Aber da würde ich mir auch manchmal wünschen, dieses Menü mit dem Exchange, das ist einfach Commission for Sale, Prozent. Gib mir doch einen kleinen Tooltip, was bedeutet das genau? Und. Guck mal, hier geht's. Gerade als Nicht-Finanzmensch hätte ich mir da ein bisschen mehr gewünscht. Ja, sie kann dir einiges beantworten. Aber es gibt ein paar Fragen, die blieben mir unbeantwortet, so viel ich mich auch mit ihr unterhalten habe. Aber ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ihr merkt, ich bin sowieso hype. Ist eh schon klar, was für einen Daumen ich gebe. Aber Eddie, als alter
Börsentyp. So. Was würdest du sagen, wie gut schafft dieses Spiel, das in eine spielerische Ebene zu verpacken? Ich finde es super, weil das so ein richtig schönes Oldschool-Wirtschaftssimulation ist. Und ich finde, klar ist es jetzt, ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus, da mit den ganzen Börsenkram und Yen und weiß ich nicht was. Aber ich habe das Gefühl, wenn man da eine halbe Stunde Zeit investiert, ist man in so einem Loop, der richtig süchtig macht. Voll. Weil es so schön. Also es ist nicht zu komplex, sondern du hast so deine 10 Aktien, die steigen und fallen und du willst immer verkaufen und du hast noch so ein bisschen noch so Sidequests mit der Amy und mit, weiß ich nicht, Kollegen. Es gibt so Random-Events, die dir dann auch mal irgendwie richtig Spaß machen. Ja. Ich mag so diese alten, so Mad-TV-mäßigen Wirtschaftssimulationen, die noch nicht so überkrass sind, also wo du erstmal 200 Stunden Tutorials machen musst, um irgendwie die Mechanics zu verstehen, sondern es ist schön einfach, zumindest leicht zu lernen. Wahrscheinlich kann man da noch viele Sachen entdecken und es wäre aber jetzt wahrscheinlich eher was ich so nebenbei so auf dem Handy spielen würde, wo dann wo ich immer mal wieder gucke, wie heißt hier Nintendo oder so? Ninento. Ja. Mal gucken, geil, ist gewachsen so. Ne? Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mich jetzt da 3 Stunden am PC für setzen würde. Ist eher sowas für on the go, aber es macht Spaß und es hat Potenzial und deshalb Daumen hoch. Nice, Daumen nach oben. Und was kostet's? Gucke ich gleich nochmal für dich, habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Nee, was sagst du? Ja, also, die Optik ist natürlich unschlagbar. Auch gerade, dass man einstellen kann, wie retro es sein soll. Also, das liebe ich einfach unglaublich. Oh ja, das liebe ich. Ich würde mir allein dafür gerne mich durch alle Menüs durchklicken, nur um mir das einmal angeguckt zu haben. Ja. Jetzt habe ich ja selber nicht gespielt und nur vom Zugucken rafft man nicht wirklich, was da abgeht. Mhm. Also, ich bin gerade gameplay-mäßig ein bisschen lost. Mhm. Deswegen finde ich das total schwer zu beurteilen, ob das wirklich was für mich wäre. Aber wie Ede schon sagt, tendenziell eher was man so on the go irgendwie, man guckt immer mal zwischendurch rein, wie sind denn gerade meine Kurse. Ja. Auch dieses Dating mit Amy, das klang erst richtig cool, dann meinst du aber, es geht nicht so richtig in die Tiefe. Und wenn man dann auch noch die ganze Zeit aufs eigene Wohlbefinden achten muss, hätte ich ein bisschen Sorge, dass das Spiel mich eher stresst. Ja. Dass ich denke, Gott, jetzt muss ich auch noch gucken, dass es mir irgendwie gut geht dabei und hat sie hier irgendwie genug Happiness gerade oder muss ich ihr noch irgendwie ein bisschen was hier, neue Aktien kaufen? Deswegen, ich glaube, für mich reicht der geile Look nicht, um selber zu spielen und so ganze Börsenaktienkrams interessiert mich auch nicht so. Deswegen muss mein Daumen leider nach unten. Nach unten tatsächlich sogar, ja. Okay, geht. Noch nicht mal die Retro-Sachen haben nicht gereicht, um ihn Mittel werden zu lassen. Nee, also wenn quasi der ausschlaggebende Punkt ist, der Daumen sagt, spielst du es oder spielst du es nicht, spielst du es vielleicht, dann ist es halt ein, ich spiele es nicht. Ja, stimmt. Aber nur rein von der Optik und von der Idee her, dem würde ich dem eigentlich schon einen Daumen nach oben geben, aber einfach, weil ich selber nicht spielen würde, geht er nach unten. Nee, aber genauso ist ja auch dieses Bewertungsschema gemeint. Ja. Von daher ist der Daumen völlig korrekt verteilt. Ja, das kann ich aber auch total gut nachvollziehen. Ich kann dich nur noch in einem Punkt so ein bisschen beruhigen. Ich dachte nämlich auch zuerst so, oh nee, und dann noch die ganze Zeit zu managen, ob man happy ist. Wenn du erstmal einen Aktienerfolg hattest, hast du genug Geld, deine täglichen Ausgaben für, was ist auch immer, der sich dann kauft, Süßigkeiten, Drogen, was Leute happy macht, um wenn sie am Rechner traden, das hält dein Happiness-Level, zumindest in dem Schwierigkeitsgrad, den wir stellen, die ganze Zeit so automatisch aufrecht, dass du dich theoretisch auf ein Gameplay-Element durchgehend fokussieren kannst. Alles klar. Also ich habe irgendwann nur noch auf die Graphen geguckt und versucht, den Markt zu verstehen und diese Textboxen, oh, der CEO hat wieder Mist gebaut und so, weißt du, so ein bisschen in dieser Story drin zu bleiben. Das heißt, stressen tut es einen tatsächlich nicht, vor allem, weil man ja auch jederzeit auf Pause drücken kann. Stimmt. Und so. Aber ich möchte mich vor allem auch dem, was Eddie gesagt hat, anschließen und was, ich glaube, du siehst es aber grob nicht an, dass es auch auf einem Handy gut funktionieren könnte. Und ich würde mir wünschen, wenn die Entwickler eine Handyversion davon machen, weil ich saß dann ja eben 4 Stunden vorm Rechner und dann habe ich irgendwann gesehen, was, ich habe jetzt hier 3 Stunden länger als ich wollte, ich bin ja völlig versunken da drin, also das funktioniert wirklich gut. Und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt würde ich es gerne weiterspielen, aber halt, das ist perfekt für eine halbe Stunde Bahnfahrt, die ich jetzt hierhin hatte. Da ist es optimal, durchgehend auf meine Stocks zu schauen. Aber ob ich mich da jetzt wirklich auch jeden Abend so an Rechner eben recht unschillig dann doch setzen will, weiß ich nicht. Das mache ich dann doch eher für Spiele, die mir noch mehr zu bieten haben. Aber weil ich eben, für mich war es der Beweis, dass ich vergessen habe, dass Zeit vergangen ist, ist der beste Indikator. Und deswegen, ich kann nicht abwarten, bis die Sendung vorbei ist, ich zu Hause bin
und meine Aktien weiter traden kann. Ah, deswegen von mir ist es ein dicker Doppeldaumen nach oben. Das hatte ich noch nie in diesem Format, dass ich mich so doll in einem Spiel verloren habe. Oh, und wow. So sehr dachte, okay, da spiele ich einfach wirklich weiter. Und ich will den Early Access begleite ich jetzt, glaube ich, auch. Also ich gucke da jetzt alle paar Monate mal wieder rein und fange einen neuen Spielstand an und guck, was da passiert. Weil der Story-Modus war ja noch ausgegraut. Und mal gucken, was da auch noch kommt. Denn Der wäre dann vielleicht was für mich. Sag mir doch bitte Bescheid, wenn genau. Der freigeschaltet oh, ist, ja. Weil dann gucke ich mir das nochmal an und dann ändere ich vielleicht auch meinen Daumen. Genau so machen wir es. Ja, zu guter Letzt nämlich noch einmal die Infos, die ich jetzt währenddessen, weil ich schon so viel geredet habe, über meine Erfahrung weggelassen habe. Nur kurz, wie lange wollen Sie drin bleiben? Nicht mehr als ein Jahr, also so wie alle. Und dann hatte ich hier noch einen Satz nämlich dazu, wann dieser Story-Modus kommt. Den finde ich aber gerade nicht mehr wieder. Auf jeden Fall ist der natürlich geplant, wenn er schon ausgegraut da drin steht. Und Eddie, du hast ja noch gefragt, wie viel soll das denn kosten? Und das finde ich die relevanteste Info. Die haben wir auch bei den ersten zwei Spielen vergessen, aber die standen in den Bauchbinden. Leute, da könnt ihr dann nochmal zurückspulen, falls ihr das verpasst habt. Dieses Spiel kostet einen Zehner und es ist für mich auch ein Zehner. Ja. Also maximal, auf keinen Fall mehr. Es ist schon teuer. So. Ich finde, das könnte auch ein Fünfer-Game sein. So. Mhm. Auf dem Handy würde man, glaube ich, nicht mehr als fünf dafür zahlen. Aber für mich, weil ich, wenn ich schon 4-5 Stunden Spaß hatte, dann und das, ne, ist ja eine Kinokarte, kostet mehr, dann würde ich sagen, ey, es ist schon für mich eigentlich ausgegebenes Geld gewesen. Der hat aber auch hier Member of the Board Intelligenz 16 von 100. Da würde ich nicht investieren. Eine Info noch. Wisst ihr, was richtig geil ist? Wenn ihr irgendwann mal so viel an einem Unternehmen haltet, irgendwie über 1-2%, dann seid ihr ja im Board. Dann könnt ihr an Shareholder-Meetings teilnehmen. Da hatte ich, weil das nur einmal im Jahr stattfindet, leider noch nicht die Möglichkeit. Aber da hoffe ich noch sehr drauf, weil was ich mir wünsche, ist dann zu sagen, ich votiere gegen den dummen CEO, der wenig Intelligenz hat. Und dann kannst du der Company helfen. Und der Company helfen und so. Da weiß ich schon nicht, wie tief das ist, aber ich vermute, dass das Entwicklerteam gerne sehr, sehr tief noch ausbauen würde, weil das... Wie heißt das Spiel nochmal? Stonks 9800. Ach ja. Und ich weiß auch nicht, wofür die 9800 steht. Vielleicht wissen das irgendwie... Also es ist ja 1980, 980, keine Ahnung. Ja, aber man kann bis zu den 90ern spielen. Also da ist quasi Inhalt noch drin. Und ich glaube, ab dann ist es prozedural. So habe ich das zumindest verstanden. Kann ich mir auch vorstellen, dass sie da natürlich nach hinten raus das Ganze eher auch noch so ein Endless-Mode, der immer weiter funktioniert, perfektionieren wollen. So, Leute, das war's mit diesem Format. Wir müssten uns heute ein bisschen sputen. Deswegen wirkte das vielleicht von meiner Stelle auch ein bisschen hektischer. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr... Dankeschön fürs Zeigen. Fürs Raussuchen. Dankeschön fürs Anspielen. Und danke euch natürlich auch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Format gefällt. Und schreibt in die Kommentare, welches Spiel für euch was war und was ihr vielleicht noch für Empfehlungen aus dem Juli an andere Menschen oder an uns habt. Einen schönen Tag euch noch und euch da draußen auch. Ciao.